Nee, im Moment nicht, ja. Werte Gäste, herzlich willkommen zu unserem Wahlpodium Open Air, Wahlpodium der Bildungsträger. Ich genieße es immer mehr, dass Volkshochschule, katholische Erwachsenenbildung und ich von der evangelischen Bildung miteinander kooperieren und bei solchen Veranstaltungen die Kräfte bündeln. Jetzt heute Abend auch, wenn es um die spannende Bundestagswahl geht. Das heißt, mein Name ist Frieder Leube von der evangelischen Bildung und ich grüße auch im Namen meiner werten Kolleginnen Dr. Claudia Guggemoos und Irene Karge, die hier so urlaubsmäßig an der Wand lehnen, die hier auf der Seite. Und ich begrüße sehr herzlich. Ich beginne hier auf meiner rechten Seite Dr. Ulrich Bausch, der für die SPD kandidiert, Pascal Kober. Herzlich willkommen für die FDP, Beate Müller-Gemicke, für die Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen Jessica Tatti für die Linke und Karin Vilfort für die CDU. Und dazu möchte ich noch den Satz dazu sagen: Michael Doth hat ursprünglich seine Teilnahme zugesagt, aber wir haben zeitig angefragt, schon im Frühjahr. Aber heute Abend ist der Wahlkampfauftakt der CDU in der Stadt und so bittet er um Verständnis, dass er heute Abend nicht selber da sein kann. Und ich danke Ihnen sehr, Frau Vilfort, dass Sie den dortigen Termin versäumen und heute Abend bei uns sind. Vielen Dank. Es ist eine spannende Bundestagswahl, finde ich, eine sehr spannende. Es geht bundespolitisch eine Ära zu Ende nach einer Kanzlerinnenschaft nach 16 Jahren von Angela Merkel. Und es ist für Veranstalter und in dem Fall jetzt für uns drei Bildungsträger immer ein bisschen eine Kunst. Welche Themen sollen denn vorkommen an einem solchen Abend? Die Kunst der Beschränkung. Und auch die Kunst der Form. Und was die Beschränkung anbelangt, so haben wir uns verständigt, dass wir mit Ihnen, den Kandidierenden, über drei Themen ins Gespräch kommen wollen. Zu dem Thema Sozialstaat und Generationen, zu dem Thema Bildung, Sie können sich denken, ein Muss für Bildungsträger, und zum Thema Migrationspolitik, Europa, Flucht und so weiter. Und wir haben uns das kollegial entsprechend aufgeteilt. Und wir werden es in dieser Art und Weise machen, dass wir nicht die Kandidierenden nacheinander befragen, hat auch seinen Wert, hat auch schon stattgefunden vor ein paar Wochen in Reutlingen, sondern dass wir zu den Themen Sie als Kandidierende miteinander ins Gespräch, in die Diskussion bringen werden und möchten und dazu entsprechende Impulsfragen dabei haben. So freue ich mich sehr, den heutigen Abend maximal bis 9 Uhr, bis die Sonne untergeht. Und jetzt übergebe ich an meine Kollegin Dr. Claudia Guggemoos. Ja, ich darf starten mit einer ersten Runde, wo wir Sie noch nicht miteinander ins Gespräch bringen, sondern wo jeder und jede von Ihnen 1,5 Minuten Zeit hat, die Frage zu beantworten, mit der Sie sich schon 100.000 Mal beschäftigt haben und die Ihnen wahrscheinlich fast schon genauso oft gestellt worden ist. Und zwar die Frage, warum Politik und warum diese Partei? Uli Bausch. 1,5 Minuten. Warum Politik? Weil vieles in die falsche Richtung läuft. Wir brauchen eine noch entschlossene Klimapolitik und wir brauchen auch eine noch entschlossene Sozialpolitik, weil wir klimapolitisch scheitern werden, wenn, um im Bilde zu bleiben, wenn die Menschen Angst haben, obdachlos zu werden, ihre Wohnung zu verlieren, wenn die Menschen also existenzielle Sorgen haben. Das ist auch bei uns so, das ist in anderen Ländern noch viel dramatischer. Das heißt, die Sozialpolitik ist enorm wichtig, auch um klimapolitisch voranzukommen. Ich halte die SPD für eine Partei, die aktuell heillos unter Wert gehandelt wird. Sie hat großartige historische Verdienste, sie hat aber auch eine gute Programmatik für die Zukunft. Und deswegen engagiere ich mich in der Partei, möchte sie voranbringen. Ich halte tatsächlich, es an der Zeit, dass unsere Gesellschaft sich verändert, dass wir veränderungsbereit sind und dass wir durch Veränderung
für kommende Generationen eine Welt hinterlassen, die auch in Zukunft lebenswert ist. Perfekt, das war unter anderthalb Minuten. Herr Kober, kriegen Sie es auch so, so auf den Punkt, warum Politik und warum diese Partei? Ja, warum Politik? Also ich bin kein Spätberufener, sondern ich bin ein Frühberufener in die Politik. Ich habe es immer als einen wichtigen Auftrag gesehen oder geradezu als eine Pflicht, politisch informiert auch sein Leben zu führen. Und politisch informiert ist dann auch die Grundlage für eine Wahlentscheidung. Also mindestens eine informierte Wahlentscheidung sehe ich als Pflicht für alle Bürgerinnen und Bürger. Und ich habe das auch selber immer so empfunden, dass man die Demokratie so auch mit unterstützen muss. Dass ich dann Mitglied geworden bin einer Partei und dann am Ende sogar noch in den Bundestag gewählt worden bin, das ist natürlich eine Kette von Entwicklungen, die man so hat nicht ursprünglich voraussehen können. Warum die FDP? Weil ich glaube, dass richtig ist, dass Menschen Verantwortung übernehmen müssen, wenn sie Freiheit leben wollen. Und keine Partei betont das so wie die FDP, dass Freiheit und Verantwortung zusammengehören und untrennbar miteinander verbunden sind. Wir können unsere Gesellschaft nicht einfach verwalten lassen, unser Leben, und nur Freiheiten in Anspruch nehmen wollen, sondern wir müssen auch dann bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Und bei dieser Verantwortung möchte ich gerne die Menschen behaften, weil ich glaube, dass wir dann am Ende eine lebenswertere Gesellschaft haben, als wenn man in der Situation ist, wo man sich so empfindet, als könne man Verantwortung immer delegieren an Institutionen oder an den Staat. Punktlandung. Warum stoppt der nicht, Mensch? Jetzt. Frau Müller-Gemmicke, gleiche Frage. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen diskutieren können. Ja, warum Politik? Bei mir war es eigentlich auch immer so, dass ich mich da, wo ich war, immer eingemischt habe. Dass es natürlich immer auch um Politik ging. Dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin, war nie so geplant. Das hat sich einfach so ergeben. Und ich empfinde es immer noch als sehr große Ehre, dass ich tatsächlich in dem Gremium, dem Deutschen Bundestag, bin, wo man wirklich viel bewegen kann. Und ich persönlich würde jetzt gerne auch einmal regieren. Ich habe viele, viele Konzepte in meiner Schublade liegen und diese Schublade möchte ich gerne öffnen und tatsächlich was umsetzen. Ja, und warum Grün? Es ist zum Teil schon angesprochen worden, wir brauchen endlich eine wirklich konsequente Klimapolitik. Wir müssen unsere Lebensgrundlagen schützen und zwar jetzt und zwar sofort und ganz konsequent. Wir müssen auf den 1,5-Grad-Pfad kommen. Diese Klimaschutzpolitik müssen wir auch sozial flankieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das ist meine Arbeit. Ich bin im Ausschuss Arbeit und Soziales. Wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit. Das ist dringend notwendig. Von daher ist mein Anliegen und warum ich sage, grüne Politik ist, weil wir Klimaschutzpolitik immer auch mit einer Politik für mehr soziale Gerechtigkeit verbinden. Vielen Dank. Frau Tatti, die anderthalb Minuten für Sie laufen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wirklich, dass wir das jetzt wieder vor Ort machen können, ohne digitale Endgeräte, sondern wirklich dann auch uns wieder begegnen können. Da hat die Pandemie einfach gezeigt, dass alle digitalen Geräte können nicht die persönliche Begegnung ersetzen. Und deshalb freue ich mich darüber sehr. Ja, warum Politik? Also ich habe soziale Arbeit studiert und habe mich während des Studiums sehr intensiv mit dem Arbeitsmarkt befasst, mit der Globalisierung, der globalen Arbeitsteilung. Dann war auf einmal die Rede auch vom Hochlohnland Deutschland. Es kam die Agenda 2010, es kam Hartz IV und es hat natürlich was mit dem Leben der Menschen gemacht. Wir haben großen Niedriglohnsektor und so weiter. Die Menschen stehen finanziell unter einem größeren Druck und deshalb habe ich mich ganz intensiv auch mit den Parteien befasst, wie die sich damals verhalten haben und bin dann auf die Linke gestoßen und habe natürlich auch in meinem Beruf als Sozialarbeiterin viele Menschen kennengelernt und ihre Geschichten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und genau deshalb bin ich in die Politik gegangen, weil ich glaube, dass der Zusammenhalt unserer Gesellschaft dann funktioniert, wenn wir mehr soziale Gerechtigkeit
erringen. Deswegen wollte ich diese Verantwortung übernehmen in der Politik und sehe das auch anders als Pascal Kober. Natürlich haben die Menschen eine Verantwortung auch für ihr eigenes Leben, aber wir Politiker sind auch in Verantwortung gewählt, um für die Menschen eine bessere Zukunft zu schaffen, und diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Vielen Dank. Frau Vilfort, Sie kandidieren nicht für den Bundestag, das haben wir schon gehört. Trotzdem sind Sie in der Politik. Warum und warum für die CDU? Vielen Dank fürs Wort. Ja, also ich muss mich erst vielleicht vorstellen, den Herrn Donn, den kennt man natürlich sehr gut. Entschuldigung, ich habe das Mikro vergessen anzumachen. Also, die Vorstellung meiner Person, ich bin die Karin Vilfort. Sehr kommunal engagiert. Der Name ist auch ein alteingesessener Reutlinger Name. Ich kann nicht wirklich jetzt einen Bundestagsabgeordneten vertreten, muss mehr von mir berichten, von meiner Politik, von meiner oder von unserer Kommunalpolitik, sei es in Reutlingen oder im Kreis. Aber zu meiner Person, bin 54 Jahre, habe zwei Kinder, bin schon seit der zweiten Legislaturperiode jetzt hier in Reutlingen tätig, im Stadtrat. Ich bin Lehrerin mittlerweile, habe das studiert, bin an der Freien Evangelischen Schule, habe aber zwischendrin auch was ganz anderes gemacht, war 12 Jahre Geschäftsführerin in einem ansässigen mittelständischen Betrieb, habe also viele Seiten kennengelernt, kam aus einem mittelständischen Betrieb schon, meine Familie hatte einen Heizungssanitärbetrieb und da ging es schon früh um Politik. Bin so aufgewachsen, Themen waren immer ja, etwas CDU-lastig. Und als ich dann nach Reutlingen geheiratet habe, zufällig in die Familie Vilfort, die auch recht stark hinter der CDU steht, ja, war das Thema eins, also war das ständig bei uns, dieses Thema. Und so kam ich mitunter zur Politik. Möchte mich einfach einbringen für die Demokratie und uns und eine aktive Bürgerschaft. Vielen herzlichen Dank für diese erste Runde. Erste Gesprächsrunde in drei Fragen, natürlich zum Thema Bildung. Das Erste, was den meisten Menschen einfällt, wenn sie zum Thema Bildung denken, Sie haben es gerade schon genannt, ist natürlich die Schule. In Bezug auf die aktuelle Situation sprechen viele von der Generation Corona. Wie wollen Sie die Spätfolgen der letzten anderthalb Jahre Unterricht abbildern für die Schülerinnen und Schüler? Inhaltlicher, wie psychologischer, wie sozialer Art. Mich überzeugen 2 Wochen Lernbrücken in den Sommerferien nicht. Was bieten Sie an? Frau Tatti, wollen Sie starten? Also ich glaube in der Tat, dass während der Corona-Pandemie die sozialen Unterschiede von Kindern, von Schülerinnen und Schülern insgesamt auch noch mal härter zum Tragen gekommen sind. Es hat einen Unterschied gemacht, ob man in einem großen Haus lebt, wo jeder sein eigenes Zimmer hat. Es hat einen Unterschied gemacht, ob man einen eigenen Laptop hat oder ob man das teilen muss mit den Geschwistern. Es hat einen Unterschied gemacht. Das habe ich vergessen zu sagen, es gibt jetzt keine Zeitbeschränkung, okay. Sondern sobald Sie den Eindruck haben, Sie können einhaken bei Frau Tatti, weil Sie genau der gleichen Meinung sind oder doch ein bisschen einer anderen Meinung sind, dann gehen Sie rein. Mein Handy hat mir jetzt die Gelegenheit gegeben, das noch kurz zu sagen. Okay. Es hat einen Unterschied gemacht, ob man Eltern hat, die einen unterstützen können beim Homeschooling oder ob man Eltern hat, die das vielleicht nicht können. Und deshalb glaube ich, müssen wir insgesamt ein bisschen mehr darauf achten, dass die sozialen Unterschiede bei Schülerinnen und Schülern nicht mehr so eine große Rolle spielen. Gerade nach Corona jetzt dafür sorgen, dass es eben auch Unterstützung gibt finanzieller Art für Nachhilfe. Dass man besser wieder nach Corona in den Unterricht starten kann und da auch wieder gut mitkommt. Also ich glaube, darauf müssen wir also ein Augenmerk legen. Durch Nachhilfe. Ja, das genau. So also diejenigen, die Linie. Vielleicht da ein bisschen ja. rausgefallen sind. Zuckt schon? Nein, zucken tue ich nicht. Aber das Allerwichtigste, glaube ich, ist, dass wir jetzt erstmal gut über den Herbst kommen, dass nicht sozusagen nochmal oben was draufkommt, dass diejenigen, die eh schon
einfach zurückgeblieben sind ein Stück weit und keine Chancen gehabt haben, dass die nicht noch weiter zurückgehen. Von daher, glaube ich, sind wir an vielen Stellen wirklich gefordert, diesen Herbst gut hinzukriegen. Ich glaube, das beginnt bei uns allen, dass wir weiterhin Rücksicht nehmen, auch wenn die Zahlen momentan weit unten liegen. Wir wissen, dass Delta sehr ansteckend ist. Das heißt, wenn das Wetter nicht mehr schön ist und so, wird es wieder hochgehen. Die anderen Länder zeigen es schon, Großbritannien, Portugal und so weiter. Ich finde, wir müssen unbedingt was in den Schulen machen. Die Filteranlagen hätten schon lange installiert werden müssen. Es müssen Konzepte erarbeitet werden, wie es laufen kann, wenn auch die Zahlen wieder höher werden. Wir brauchen ganz grundsätzlich eine bessere Digitalisierung in den Schulen. Und ich wünsche mir, dass es wirklich Investitionen in die Schülerinnen und Schüler gibt. Das heißt, ja, Nachhilfe, Unterstützungsangebote. Wenn ich richtig informiert bin, hat die Bundesregierung 2 Milliarden Euro dafür genehmigt. Das, denke ich, ist zu wenig. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen genauso die Kinder jetzt stützen, wie wir auch die Wirtschaft gestützt haben. Noch Ergänzungen? Ja, ich kann dem eigentlich zustimmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Lernunterstützung in den Ferien notwendig ist. Also es gibt da gute Erfahrungen, aber es ist eben nicht ausreichend. Also das ist das Erste. Wir sehen durch die Pandemie wie im Brennglas, wo wir in unserer Gesellschaft Defizite haben. Soziale Ungleichheit wird verstärkt. Die Kinder, die sich eh schwer tun, weil sie vom Elternhaus nicht gefördert werden, die haben jetzt noch größere Nachteile. Das heißt, auch da geht die soziale Spaltung dynamisch voran. Und dem muss man entgegenwirken. Ganz wichtig ist, wir müssen unter allen Umständen einen weiteren Lockdown verhindern. Wir müssen auch Jugendlichen Räume geben, wo sie sich treffen können, wo sie auch feiern können. Das brauchen die, das ist notwendig. Das muss man aber eben abgesichert tun durch sogenannte Safe Spaces und getestet und so weiter. Aber diese Isolation, wenn wir uns ansehen, wir haben ein dramatisches Problem bei Jugendlichen mit Depressionen, mit Zukunftsangst, mit auch Selbstwertgefühle, die massiv angeknackst sind. Wir haben auch große Probleme mit jungen Studierenden. Das ist ein Thema, das wir gar nicht so richtig im Blick haben, aber die im ersten, zweiten Semester eigentlich niemand kennengelernt haben, die da in irgendeinem Einzelzimmer da vor sich hin vegetieren mit einem Laptop und das ist dann der Kontakt. Das sind wirklich ganz, ganz ernste Krisen. Deswegen kommt es jetzt darauf an, dass wir Nerven behalten, dass wir einen zweiten Lockdown verhindern und dass wir vor allem impfen, impfen, impfen. Das ist wirklich etwas von enormer Bedeutung. Und wenn ich höre, dass das Impfzentrum in Reutling und Tübingen praktisch nahezu geschlossen sind, dass da nichts mehr passiert. Ich habe gerade gestern mit Leuten aus dem Tübinger Impfzentrum geredet, die sagen, das Thema Impfen ist total eingebrochen, da findet eigentlich nichts mehr statt. Das ist wirklich ein Alarmzeichen. Wir brauchen hier wirklich nochmal eine ganz neue Werbekampagne, denn ich glaube, viele machen sich nicht klar, was das bedeutet, wenn wir einen weiteren Lockdown haben, für die Menschen, für die Schüler, für die jungen Studierenden, auch die Erstklässler, die praktisch ein Jahr, anderthalb Jahr völlig verloren haben, da sagen mir die Lehrer, die haben tatsächlich überhaupt nichts gelernt, es sei denn, es ist ein Elternhaus, welches diese Funktion übernommen hat. Und dann muss ich einfach sagen, wenn dann Leute sagen, ja gut, ich lasse mich nicht impfen, ein Lockdown kostet volkswirtschaftlich 8 Milliarden pro Woche, und die sozialen Schäden, die Schäden bei den einzelnen Individuen, das ist etwas, was wirklich in den Blick genommen werden muss. Von daher gar nicht direkt nur an den Schülerinnen und Schülern, sondern gesamtgesellschaftlich, die diese Gruppe unterstützen. Haben Sie noch ganz andere Aspekte beizutragen? Ja. Ich würde nicht sagen ganz andere Aspekte, aber zunächst einmal muss man, glaube ich, auch den Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern danken, dass sie so engagiert diese Zeit überbrückt haben. Und gerade die Lehrerinnen und Lehrer unter schwierigen Voraussetzungen, weil eine PISA-Sonderauswertung der PISA-Studie 2018 hat ergeben, dass von 78 beteiligten Staaten Platz 76, was die digitale Lehrerausbildung anbelangt, an Deutschland geht. Also die große Industrienation Deutschland bildet ihre Lehrer digital nicht aus. Und das waren Zahlen von vor der Krise. Und diese Lehrer haben es trotzdem doch gemeistert, dass der Unterricht so gut wie irgend möglich vonstatten gehen konnte.
Ich glaube, erstens müssen wir aus Fehlern lernen. Fehler 1 war, dass der Bund ja bereit war, Mittel zur Verfügung zu stellen. Da kann man natürlich zunächst einmal sagen, es muss alles mehr sein. Aber faktisch war von den 5,5 Milliarden Euro Digitalpakt sind nur also 8,9% tatsächlich bei den Schülern angekommen im Jahr 2020, weil das Antragsverfahren zu kompliziert war. Das darf, falls es wieder zu einem Lockdown kommen würde und der Bund Gelder zur Verfügung stellt, das darf dann nicht mehr sein. Das Zweite ist, wir haben als FDP, die Grünen haben dem auch zugestimmt, aber leider halt nicht die Regierung, beispielsweise zweimal Konzepte vorgelegt, wie man Schüler beim digitalen Unterricht unterstützen kann. Ja, gerade die Kinder im Hartz-IV-System. Wenn wir von denen reden, dann muss ich sagen, Uli Bausch, da muss ich einfach sagen, hat dein Minister null Verantwortung gezeigt. Denn natürlich ist für die Unterstützung der Kinder oder beziehungsweise für die Versorgung der Kinder mit digitalen Endgeräten der Schulträger zuständig, primär und nicht der Bund. Aber wenn ich in einer solchen Notsituation bin, die Bundesmittel dafür zur Verfügung habe und dann monatelang zusehe als Arbeits- und Sozialminister, wie sich die Jugendlichen durchklagen mussten bei den Sozialgerichten, um einen Laptop zu bekommen, dann muss ich einfach sagen, da passt zwischen sozialem Anspruch der SPD und der Wirklichkeit einfach die Dinge nicht zusammen. Im Februar hat er dann eine entsprechende Weisung gegeben an die Jobcenter, dass wenn kein Dritter diese Endgeräte zur Verfügung stellt, die Jobcenter einspringen müssen. Also kurzum, was ich sage, das war natürlich nach 11 Monaten Krise viel zu spät. Und deshalb sage ich eindeutig, hier dürfen wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Wir müssen die Mittel, es wurde schon gesagt, zur Verfügung stellen, aber auch die Verfahren also um die Mittel in die Fläche zu bringen, an den Schüler ranbringen, zu entbürokratisieren, einfacher gestalten, sonst wird das am Ende alles nichts helfen. Klar ist für mich, Schulschließungen, das muss, wenn es irgendwie verantwortbar ist, das Letzte sein in der Kette der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Frau Vilfort, ich will Sie jetzt gar nicht die gleiche Frage stellen, sondern Sie sind ja diejenige, die an der Front war, ja? Die Schulträger. Richtig. Und so weiter. Ja. Jetzt wird ja diskutiert in der Presse heftig, ob es sowas wie ein Bundesbildungsministerium braucht. Würden die Ihnen reinregieren oder täte es was nützen, wenn es da mehr Koordinierung gäbe oder Ähnliches auf Bundesebene? Jetzt kann ich auch nur von mir sprechen. Es ist an mich die Frage. Okay. Ja, also mir wäre es nicht so angenehm. Mir als Person Lehrer. Für uns ist es sowieso auch jetzt gerade schwierig, wenn Gelder zur Verfügung gestellt werden, dass die wirklich am Kind, an dem Kind ankommen, welches es braucht. Dass nicht mit der Gießkanne irgendwelche Gelder ausgeschüttet werden oder alle Schulen es gleich bekommen. Nicht jede Schule hat gleich viele Kinder mit gleich vielen Problemen. Und in jeder Schule sind die Probleme anders angesiedelt. Also das ganz speziell, individuell braucht es jetzt eine Hilfe. Und je mehr, also je weiter es weg ist, je weiter weg die Hilfen sitzen, je anonymer das Ganze vonstatten geht, ist meine persönliche Meinung, umso schwieriger wird es. Also je näher zum Bürger, je näher zur Schule, je näher zum Schüler, wäre mir persönlich lieber. Es ist oft schon, dass Stuttgart zu weit, unser Regierungspräsidium, selbst Tübingen oft schon zu weit weg ist, sondern die Schule vor Ort viel mitsprechen sollte. Wie stehen denn die anderen zu der Frage, brauchst du ein Bundesbildungsministerium? Wer auch immer loslegt. Ob es jetzt ein Bundesbildungsministerium gibt, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber wir sollten auf jeden Fall das Kooperationsverbot auflösen, so dass es tatsächlich möglich ist, dass der Bund auch im Bereich der Bildung Geld zur Verfügung stellen kann, und zwar ohne, dass es wie, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, 2019, glaube ich, war es mit dem Digitalpakt, dass wir im Prinzip das Grundgesetz ändern müssen, damit überhaupt irgendwie Geld fließen kann. Es geht nicht darum, dass man jetzt die Bildungshoheit den Ländern nimmt, aber es muss möglich sein, dass besser zusammengearbeitet wird, dass eben auch Geld fließen kann, und zwar im Endeffekt unbürokratisch. Das heißt nicht, dass der Bund dann sagt, hier in welche Schule kommt welches Geld oder so. Natürlich müssen das dann diejenigen verteilen, die dann auch tatsächlich da eine Ahnung haben. Aber das Entscheidende ist, dass es überhaupt eine Strategie auch vom Bund geben kann, wie man im Bereich der Bildung weiterkommt. Jetzt vermute ich ja fast, dass das unstrittig ist, oder?
Naja, also ich würde das unterstreichen wollen, was Beate Müller-Gemmecke gesagt hat. Wir brauchen jetzt nicht ein Bundesbildungsministerium im Sinne, dass es bis in die Lehrpläne der Grundschule oder der Freien Evangelischen Schule in Reutlingen den Lehrplan und die Notengebung womöglich bestimmt. Aber was wir natürlich brauchen, das ist das, was, wo ich Beate Müller-Gemmecke absolut zustimme, ist, der Bund muss, und er hatte ja in den letzten Jahren viel, viel Geld, es muss ihm möglich sein, Bildung in den Ländern, in den Kommunen mitzufinanzieren. Und deshalb sagen wir, es muss einen Staatsvertrag geben zwischen Bund, Länder und Gemeinden, dass wir uns darauf einigen, wie solche Finanzflüsse unkompliziert und unbürokratisch möglich sind. Das Zweite ist, wir müssen natürlich die Qualitätsentwicklung in unser Bildungswesen unterstützen. Jetzt gibt es ein Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, der Kultusministerkonferenz, jährlich finanziert mit 6 Millionen Euro. Allein für die Sekretariatskosten der Kultusministerkonferenz gibt man aber 117 Millionen Euro aus. Also wenn man denn einfach mal umtauschen würde, weil ich glaube, jeder Kultusminister hat noch mal in seinem eigenen Land auch noch in seinem Ministerium Sekretariat, dann würden vielleicht die Gewichte wieder ins Lot kommen. Denn eins ist ja auch klar, wir sind die zweitgrößte Exportnation der Welt. Mit 82 Millionen Menschen schaffen wir das, was die Chinesen mit 1,4 Milliarden schaffen. Die wollen aber das auch so effizient gestalten wie wir. Und da sind wir in einem Wettbewerb. Und ich muss Ihnen das nicht erklären, dass das nur über Bildung geht. Und deshalb brauchen wir da die größten Anstrengungen. Und deshalb muss Bildung Priorität haben in den Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden. Also ich darf ich kurz ein kleiner Widerspruch, ein ganz nur ein Satz. Bildung hat nicht nur was damit zu tun, wie nachher dann die Kinder und dann Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Industrie zum Beispiel verwendet werden können, sondern Bildung ist viel, viel weiter und ich würde es nicht so verengen wie der Kollege Pascal Kober. Dann werde ich nachher, wenn du dann entsprechende Äußerungen machst, dir das Wort auch so verengen, dass es gegen deine Intention gesprochen ist. Also ich glaube, das ist jetzt nicht zielführend, wenn wir heute Abend so diskutieren, aber ich fühle mich natürlich da eingeladen. Also dann sage ich, das ist auch nicht mein Minister, ich bin auch gar nicht im Bundestag und deswegen kann ich da auch gar keine Verantwortung übernehmen. Ich will da ja rein, damit es besser wird. Also bloß um deine Spitze da zu korrigieren. Also, aber er hat recht, wir geben wahnsinnig viel für die Kultusministerkonferenz aus. Und es gibt einen ganz, ganz starken Druck für Unitarisierung im Bundesstaat, so nennt man das. Also dieses ständige Bedürfnis, tatsächlich doch die Dinge irgendwie zu vereinheitlichen. Warum? Weil es eben auch Unitarisierungsbestrebungen gibt innerhalb der EU. Wir haben den Bologna-Prozess, wo man auch ständig versucht, dass die Abschlüsse sich angleichen, dass man die Bildungsleistung vergleichbar macht, dass auch die Mobilität innerhalb der EU funktioniert und man die Bildungsabschlüsse der anderen anerkennt und so weiter. Da gibt es starke Bestrebungen und das ist ein Prozess, der ist auch unumkehrbar. Von daher muss man schon drüber nachdenken, ob diese heilige Kuh, das muss alles irgendwie Landessache sein, so aufrechterhalten kann. Denn in Wirklichkeit ist man ja permanent über die Kultusministerkonferenz damit befasst, die Dinge dann doch irgendwie abzugleichen. Insofern halte ich im Sinne der Effizienz es tatsächlich, so wie auch er gesagt hat, für notwendig, dass stärker kooperiert werden darf und dass der Bund, wenn er entsprechende Mittel hat, tatsächlich die auch so bereitstellen kann, dass er dann tatsächlich zum Beispiel in Reutlingen auch ankommt. Die Schulleiter, mit denen ich geredet habe, die haben gesagt, ja Moment mal, da klemmt es in Stuttgart und da klemmt es da oder da klemmt es im RP. Ja. Die haben gesagt, wir haben einfach nicht freie Hand und da ist die entsprechende Anweisung noch nicht da. Mhm. Und da würde ich dafür plädieren, das muss einfach schneller, effizienter laufen und die einzelnen Schulen brauchen da auch mehr Handlungskompetenz. Harter Schnitt. Jetzt gehen wir mal aus der Schule in einen anderen Bildungsbereich, der, in dem wir uns hier befinden. Es gab viele Worte, ja, und die Bildung ist wichtig und die Erwachsenenbildung ist wichtig. Ich habe jetzt Wahlprogramme gelesen und ich habe in den letzten 2 Jahren so viel rechtliche Verordnungen gelesen wie noch nie in meinem Leben vorher, diese ganzen Corona-Verordnungen. Und da wurde immer ganz viel geöffnet und so Dinge wie Erwachsenenbildung, die waren dann auch irgendwann mal genannt, wenn sie benannt waren. Die waren dann benannt, ganz sicher nicht als erstes. Ich glaube, darin stellt sich auch eine Prioritätensetzung dar oder eine Posterioritätensetzung. Und auffällig war, lang vor der Erwachsenenbildung, vor der offenen Erwachsenenbildung, kam dann die berufliche Bildung. Welchen Stellenwert hat offene
Erwachsenenbildung in Ihrer Partei, für Sie persönlich. Wenn du jetzt anfängst, wird es ganz lang wahrscheinlich. Aber nein, also ich glaube, ich muss das gar nicht erklären, welche Bedeutung das für mich persönlich hat. Das ist ja nun banal klar, ist die Allgemeinbildung von enormer Bedeutung. Ich bin auch sicher, dass vieles, was an uns an Fake News und Verschwörungstheorien begegnet, nur deswegen so stark da ist im Netz, weil das Korrektiv durch die direkte soziale Begegnung fehlt. Es ist halt ein Unterschied, ob dann am Stammtisch, im Verein, in der Partei, in der Gewerkschaft, in der Kirche ein anderer nicht sagt, sag mal, wo hast denn den Quatsch her? Und man sich darüber austauscht. Oder ob man die Möglichkeit hat, sich die eigene Wirklichkeit im Netz zurechtzuklicken. Und deswegen bin ich sicher, wenn wir die Pandemie wirklich hinter uns haben und wieder mehr direkte Begegnung ist, beispielsweise auch in der Erwachsenenbildung, dann wird vieles, was uns da sehr schräg vorkommt, doch wieder etwas in den Hintergrund drücken. Aber ganz klar, eine Gesellschaft, die sich nicht um musische, um kulturelle Bildung, um Allgemeinbildung kümmert, ist eine ärmere Gesellschaft, verliert an Lebensqualität und verliert vor allem an demokratischer Entscheidungskompetenz. Und deswegen ist Allgemeinbildung und die Förderung der Allgemeinbildung für die Substanz der Demokratie von ganz entscheidender Bedeutung. Dass wir auch berufliche Bildung brauchen, ist ganz klar. Wir sind in der Erwachsenenbildungsförderung innerhalb der OECD, gehören wir zum unteren Drittel. Und das passt natürlich nicht zu einer erfolgreichen Industrienation. Diesbezüglich müssen wir mehr tun. Aber man darf auf keinen Fall die Bildung verengen auf den beruflichen Aspekt. Der allgemein gebildete Mitarbeiter, der auch über musische und künstlerische Bildung verfügt, ist übrigens auch der produktivere. Aber darum geht es nicht. Es geht um Lebensqualität der Menschen. Wer mag da einsteigen? Da gibt es gar nichts zu ergänzen. Doch, also zumindest mal kann man zustimmen. Ich möchte nur eines sagen. Ja, ich, Uli. nein, muss man einfach sagen, das Plädoyer und ist absolut zustimmungsfähig. Und ich glaube, es gibt sozusagen politische Aufgaben. Es gibt aber auch, ich sage jetzt mal, über der gesetzgeberischen Ebene oder Dimension hinaus die Aufgabe, dass wir Bildung zu einem Thema machen in der Gesellschaft. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, im Fokus war ein Artikel, der athletische, etwas schlankere Körperbau ist jetzt das neue Statussymbol der 50-Jährigen. Da habe ich mich dann gefragt, wer guckt jetzt, ob ich diesen Artikel lese im Flugzeug. Kurzum, wenn Bildung, also wenn das zum Gesprächsthema wäre, welchen Kurs hast du in der Volkshochschule zuletzt besucht oder wo bist du jetzt gerade? Wenn das tatsächlich in unserer Gesellschaft zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass man mit solchen Fragen beschäftigt, wie man sich jetzt vielleicht damit beschäftigt, ob man wohin man zum Skifahren geht oder wohin man in den Sommerurlaub fährt oder ähnliches. Es muss Gesprächsthema sein, es muss eine Selbstverständlichkeit sein. Bildung muss einfach zugänglich sein, aber es braucht natürlich auch diesen Spirit in unserer Gesellschaft, dass Bildung ein ganz besonderer Wert ist und ein Wert an sich ist, Beate, ein Wert an sich ist, aber es muss sozusagen wirklich gewollt werden von den Menschen und dazu können wir beitragen, indem wir eben Bildung auch groß machen, stark machen, und in der Öffentlichkeit plädoyerhaft, wie es Uli Bausch gemacht hat, mit Enthusiasmus und Emotion auch vertreten. Bevor das Publikum drankommt, noch drei kurze Statements von Ihnen. Wo unterscheiden Sie sich von den beiden Herren, die jetzt vorgelegt haben? Und wo sagen Sie? Naja, das waren jetzt wirklich jetzt nicht die Themen, wo ich die größten Unterschiede zum Pascal Kober habe. Ich denke aber, dass die noch kommen werden, also kann ich mich nur anschließen. Aber wir müssen eben auch sehen, oder nicht aber, wir müssen auch sehen, und wir müssen auch sehen, dass wir jetzt nicht alles, was vorher nicht war, mit Corona sozusagen entschuldigen, weil ich den Eindruck habe, ich in manchen Debatten jetzt gar nicht mit euch, sondern insgesamt, dass es jetzt heißt, ja, das war jetzt eben auch wegen Corona und nach Corona wird alles besser und da machen wir auch alles besser, sondern das hat natürlich auch immer was mit dem politischen Willen zu tun. Und viele Themen, die jetzt während Corona sichtbar geworden sind, die gab es natürlich vorher schon. Ob wir jetzt von dem Personalmangel in der Pflege reden, von den Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern und in vielen anderen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge, von mangelhaften
bezahlbaren Wohnraum, was ja auch schon sehr, sehr lange ein Thema ist. Also von daher müssen wir einfach schauen, dass diese Themen vorher schon in einem desolaten Zustand waren, weil es der politische Wille war, so. Und dass wir darauf achten müssen, dass wir nach Corona, also auch was Rente angeht und so weiter, also an ganz vielen, kommen wir dazu, aber gilt natürlich auch für die Bildung, weil die Digitalisierung von Schulen war ja eigentlich vorher schon ein Thema. Digitalisierung war vorher schon ein Thema. Es war vorher schon ein Thema, dass das Geld, was da für den Digitalpakt ausgegeben wird, dass es nicht reichen wird. Und dass natürlich die Kommunen dann immer nach oben schauen zum Land und das Land zum Bund und so weiter. Und dass wir natürlich dafür sorgen müssen, dass da, wo Geld, wo Einnahmen auch wirklich generiert werden können, nämlich beim Bund, dass man da die Debatte auch führt, Einnahmen zu generieren, um dann wesentliche Bereiche der Bildung, und zwar egal in welchem Bereich, da können wir bei der Kita anfangen, über die Schule, über die Ausstattung von Schulen, über die Erwachsenenbildung, über die berufliche Weiterbildung, das will ich gar nicht gegeneinander ausspielen, weil wir einfach auch vor einem Wandel in der Wirtschaft stehen, Digitalisierung und so weiter, viele verschiedene Bereiche, wo wir Klimawandel, wo wir Weiterbildung brauchen werden. Wie kriegt jetzt die anderen beiden noch dazu, dass die auch noch was kurz sagen dürfen? Ich sage gern was. Ja, also ich durfte es erfahren in der Firma, dass doch viel an Erwachsenenbildung auch in Firmen getan wird. Es wird subventioniert, man bekommt Zuschuss. Die Mitarbeiter, die erfreuen sich dran. Das ist Motivation für sie, wenn sie sich bilden dürfen. Es hebt, außerdem ist man natürlich sehr jung heutzutage, fertig in Schulen oftmals. Verändert man sich und landet nachher in einem ganz anderen Beruf und braucht natürlich dann Weiterbildung, um da hinzugelangen. Oder, was wollte ich gerade noch sagen, ja, und in unserer schnelllebigen Zeit sowieso. Wir müssen uns der Zeit anpassen. Ich war eigentlich Sportlehrerin, mittlerweile unterrichte ich Deutsch, weil ich so viel Weiterbildung in Deutsch hatte, dass ich die Befähigung dazu habe. Aber so wandelt sich die Zeit. Und deshalb ist für mich Erwachsenenbildung sehr maßgeblich. In dem ganzen Wandel kann Bildung sowas wie ein roter Faden sein? Kann ich so zusammenfassen? Ja. Das letzte Statement zu diesem Bereich, bevor das Publikum dran ist. Ja, ganz kurz, ich kann mich Uli Bausch, Pascal Koper anschließen, muss ich nicht alles wiederholen. Vielleicht nur zwei Aspekte, die mir wichtig sind. Die politische Bildung ist in der heutigen Zeit enorm wichtig. Wir haben eine AfD im Bundestag und in anderen Parlamenten. Und je mehr Rechte sozusagen im Leben, im gesellschaftlichen Leben auftauchen, umso wichtiger ist die politische Bildung. Sie muss niederschwellig sein. Sie muss vor allem bei allen ankommen. Es muss für alle möglich sein, unabhängig vom Geldbeutel. Und vielleicht noch ein Punkt. Bildung hat immer auch Begegnung, es bedeutet auch Begegnung, die Menschen sind zusammen, sie erfahren, es gibt Erfahrungswerte, jetzt hier zum Beispiel, also ich bin absoluter Fan von Ferda, sage ich immer wieder, ja, was da geleistet wird, auch an Integration beispielsweise, also das ist auch für mich ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, erwachsene Bildung zu stärken. Dankeschön. Sie alle sind hier bei einer Erwachsenenbildungsveranstaltung. Vermutlich haben Sie sich die ein oder andere Frage zum Thema Bildung jetzt gestellt. Jetzt müssen Sie sich nicht mehr sich selber stellen, sondern Sie können sie hier stellen. Ich werde sie dann kurz wiederholen, sodass sie auch aufgezeichnet ist und sich die Menschen, die sich das hinterher anschauen, nicht wundern, worüber sprechen die jetzt. Zwei Fragen aus dem Publikum zum Thema Bildung. Jetzt ist Zeit. Keine Ansätze, die das einfach mal fördern, weil der Staat kann das nicht alles bringen. Und wenn Sie sehen, welche Herausforderungen wir haben, wir haben die Digitalisierung, wir werden unheimlich viele Arbeitsplätze wegfallen, es werden neue Herausforderungen kommen. Die Veränderungen in der Altersstruktur, der Zwang aus dem Ausland Leute dazu zu holen, was durch die Bürokratie verhindert wird, in dem Bereich tätig, das ist grauenhaft. Also wo passiert wirklich was? Und wird nur einfach geredet,
und hier x-mal Verordnungen, Gesetze und so weiter, wir ersticken da drin. Wann passiert mal was in Deutschland? Und wer von Ihnen setzt sich wirklich dafür ein, dass man mal 4 Jahre in der Legislaturperiode was tut? Okay, also das waren jetzt mindestens 2 Fragen und die zweite habe ich nicht ganz verstanden. Das erste war ein Statement dazu, dass viel hier betont wurde, was der Staat dazu tun kann für Bildung. Und Sie haben sich stark dafür gemacht, dass Bildung erstmal Eigenverantwortung ist und dann auch die Verantwortung des Elternhauses als erstes. Und dann wollen Sie, dass etwas geschieht. Ich glaube, da tauchen wir jetzt tief ein, wenn wir den ganzen Bereich anschauen wollen. Ich habe verstanden, auch Entbürokratisierung. Habe ich es richtig zusammengefasst? Ja, aber wirklich. Wirkliche Entbürokratisierung. Okay. Vielleicht die zweite Frage gleich dazu und dann können wir die hier ins Gespräch nehmen, wenn es noch eine zweite Frage gibt. Dann lassen wir es in dieser Runde. Es gibt nochmal nachher sich Möglichkeiten, sich zu beteiligen bei den anderen Themen. Dann lassen wir es bei dieser Frage. Wessen Verantwortung und was tun, damit was geschieht? Also ich bin in der Tat der Meinung, dass wir auch in der Schule, schon bei den Kleinsten, tatsächlich eine Erziehung brauchen, die darauf hinausläuft, dass wir die jungen Leute, die Kinder, die Schüler für die Unterrichtsstoffe begeistern, sodass sie selbst Neugier entfalten, sodass das Thema ich bin selber dafür verantwortlich, tatsächlich mir auch Stoffe zu erarbeiten, Freude macht, Spaß macht. Und wenn es gelingt, junge Leute tatsächlich für die Inhalte zu begeistern, lernen sie natürlich auch viel leichter. Das ist tatsächlich eine Kultur, in der die jungen Leute neugierig sind auf die Stoffe, es tatsächlich wissen wollen und es als einen großen Gewinn erleben. Deswegen bin ich der Meinung, dass manche Stoffpläne etwas überladen sind. Und der Duktus, dass man eben paukt und auswendig lernt und so weiter, eigentlich überholt ist. Es geht darum, die Kinder und die jungen Leute so zu begeistern, dass genau das eintritt, ja, dass man Verantwortung auch dafür nimmt. Dass wir Entbürokratisierung brauchen, das ist richtig, das fordert man schon lange. Deswegen glauben wir, dass wir den Schulen mehr Kompetenz geben müssen, damit unmittelbar vor Ort auch der Entscheidungsspielraum größer wird. Müssen ja nicht über die Reihenfolge machen. Also zur Motivation kann ich auch bloß Ja sagen. Das ist das Wichtigste, dass die Kinder motiviert werden. Und da finde ich den Digitalpakt natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir Lehrer zum Beispiel als Vorbilder, wir kämpfen an mit unserer grünen Tafel und Kreide gegen ein tolles Fernsehprogramm, welches die Kinder schon in- und auswendig kennen. Also jetzt wird es viel, viel besser, nachdem wir auch unsere Bildschirme haben, nachdem wir auch kurze Filme einspielen können zu bestimmten Themen, was die Kinder, dass sie nicht nur einseitig hier beredet werden, oder dass wirklich mit Bildern und mit Filmen kann man motivieren, dann auch mit Spielen. Also da kommt jetzt aber wieder auch die Weiterentwicklung, die Erwachsenenbildung ins Spiel. Je mehr es an Bildung für uns Lehrern auch gibt, umso besser können wir wieder das umsetzen und unsere Kinder motivieren, weil wir oft mit sehr alt pädagogischen Maßnahmen noch zugange sind, vielleicht wenig Fortbildung haben in den Schulen, wir Lehrer, und dadurch auch ja, ein bisschen hinterherhinken. Also da verstrickt sich sehr viel. Ich finde es sehr gut, dass viel Digitales mittlerweile in unsere Klassenzimmer eingezogen ist, weil da kann man helfen, Wissen motiviert rüber zu bekommen, was jetzt wieder die Bildung auch mit reingenommen hat. Und ja, also das wollte ich sagen. Motivation ist das Wichtigste und wir als Vorbilder von klein an, das kam schon vom Kollege, ist das Allerwichtigste, das Vorleben. Und das herrscht halt wenig in unseren Familien heutzutage, weil sehr häufig beide zur Arbeit müssen. Und umso wichtiger unsere Erziehenden, unsere, ja, in den Berufen. Frau Tatti, wer ist verantwortlich? Ja, also ich teile, vielen Dank für Ihre Frage und für Ihre Stellungnahme. Einen Teil teile ich, einen anderen nicht. Und zwar teile ich nicht die Aussage,
dass sozusagen schon im Schulalter sozusagen erstmal die Schüler und Schülerinnen und dann die Eltern danach verantwortlich sind sozusagen für einen guten Lernerfolg, weil ich, wie ich ja auch schon im Eingangsstatement gesagt habe, glaube, dass es sehr unterschiedliche Voraussetzungen gibt, familiärer Art, und dass es dass deswegen für mich die Schule eben auch ein Ort ist, wo alle Kinder aus allen sozialen Schichten sich auch begegnen und wo auch soziale Unterschiede ausgeglichen werden. Deswegen sehe ich sehr wohl da auch die Politik in der Pflicht, sozusagen die Bildung so auch zu gestalten, dass das möglich ist und alle Kinder gleiche Chancen dann auch bekommen. Was Ihre... lieber dann in einer der nächsten Runden. Ich war noch nicht, hätte gern das zweite, weil ich ja auch gesagt habe, es gab auch was ich teile. Ich möchte nicht jetzt mit dem, was ich nicht teile, sozusagen aufhören. Was ich teile, ist die Frage, wann passiert endlich mal was? Das teile ich jetzt nach 4 Jahren Bundestag, weil es eben auch so ist, ich bin ja eine Politikerin der Opposition, da werden auch alle Anträge von der Regierung abgelehnt. Es gibt keinen Antrag aus der Opposition, dem mal zugestimmt wird. Das bedeutet, man kann nur hoffen und darauf drängen, dass bestimmte Elemente im Gesetzgebungsverfahren dann noch mit aufgenommen werden. Dann würde aber natürlich die Regierung nie sagen, jetzt hatte aber die Jessica Tatti von den Linken eine super Idee, sondern die würden natürlich das einfach übernehmen und es als ihre eigene verkaufen, was ich auch völlig in Ordnung finde in der Politik. Hauptsache inhaltlich wird was verbessert. Aber es ist eine Frage des politischen Willens. Es ist eine Frage des politischen Willens und er findet auch Ausdruck sozusagen in der Regierung und im Parlament auch über die Stimme, die sie abgeben. Wollen Sie noch ergänzen oder schon alles gesagt? Ich würde noch was ergänzen wollen. Ja, mein Anspruch ist, dass, und zwar egal, ob es jetzt um die Schule geht, ob es um die Uni geht oder um die Erwachsenenbildung, dass neben Wissen natürlich immer auch geholfen wird, dass die Menschen zu mündigen Bürgerinnen und Bürger werden, dass, und damit dann auch selbst Dinge entscheiden können, dass sie Selbstverantwortung übernehmen können. Das, finde ich, muss man von klein auf sozusagen immer mitdenken. Das ist auf jeden Fall unser Anspruch. Und dazu muss Politik die Rahmenbedingungen schaffen, dass das überhaupt möglich ist, dass es bei allen ankommt, und zwar auch wieder unabhängig vom Geldbeutel. Zur Entbürokratisierung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir verstanden haben, was Sie meinen. Sehr wahrscheinlich fragen Sie nachher nochmal nach. Entbürokratisierung, ich glaube, wir können alle Ja dazu sagen, aber wir wissen auch alle, dass es irgendwie anscheinend in Deutschland ein ganz schwieriges Thema ist, dass man das immer wieder und immer wieder will, und es dann teilweise nicht funktioniert. Ich kann auch unterschreiben, dass endlich was passieren muss. Ich würde es jetzt nicht unbedingt bei der Entbürokratisierung festmachen, sondern ich habe es vorhin schon gesagt, es ist für mich eine Richtungsentscheidung. Es gibt so wichtige Themen, die wirklich angepackt werden müssen. Das ist der Klimaschutz, das ist die soziale Gerechtigkeit, aber auch Wohnen, Pflege, Gesundheit. Es gibt so viele Themen, die sozusagen liegen geblieben sind. Von daher unterschreibe ich auch, dass man endlich in den nächsten 4 Jahren was tun muss. Also ich hatte ja eingangs diese Eigenverantwortung für sich selbst und für sein Umfeld und sein persönliches Umfeld, das man mitgestalten kann, ja durchaus betont. Insofern freue ich mich über Ihren Einwand, dass wir jetzt hier trotzdem über staatliche Aufgaben sprechen, liegt in der Natur der Sache, weil wir eben in dem Bereich tätig sind und natürlich vor der Bundestagswahl danach befragt werden, was wir in dem Bereich tun. Ich möchte sagen, dass mein Erleben ist, dass gerade in bildungsnahen Elternhäusern sehr, sehr viel getan wird für den Bildungserfolg der Kinder, weil auch viel getan werden kann und weil der Wert von Bildung sehr hoch geschätzt wird. Wir machen Sorgen, die sogenannten bildungsfernen Haushalte, die eben nicht die gleichen Voraussetzungen ihren Kindern bieten und bieten können, wie es eben, ich sage es mal, das bildungsbürgerliche Haus, der bildungsbürgerliche Haushalt kann. Und da, glaube ich, müssen wir die Bildungsfinanzierung ein Stück weit verändern. Nämlich, dass man sagt, dass dort, wo besonders viele Kinder aus sogenannten sozioökonomisch schwierigen Verhältnissen sind, auch mehr Mittel in die Schulen fließen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Daneben kann man auch ganz gezielte Hilfen, beispielsweise über das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket,
was wir gerne mehrfach erhöht hätten in der letzten Legislaturperiode. Die Kollegen können es bestätigen, was aber abgelehnt worden ist, kann auch noch mal gezielter fördern in dem Bereich. Vielleicht noch mal ein kleiner Seitenhieb auf meine Kollegin von den Grünen. Also Bürokratie entsteht ja dadurch, dass man Regelungen erlässt, dass man die dokumentieren muss und dass man dann in der Folge diese Dokumentation und die Wirkung dieser Regelung evaluieren muss, überprüfen muss und gegebenenfalls sanktionieren muss. Dass die Grünen ausgerechnet an der Stelle die Vorkämpfer für weniger Bürokratie sind, wäre mir neu. Aber das nur so als Nebenbemerkung und als Retourkutsche zu dem, was Beate Müller-Gemmeke vorher gesagt hat. Ein Satz. Ich glaube, es wäre ganz gut, dass man Bürokratie und Entbürokratisieren nicht mit Ordnungspolitik verwechselt, die einfach notwendig ist, weil Ordnungspolitik sind Spielregeln, wie wir zusammenleben, aber auch wie wir zum Beispiel Klimaschutz machen. Und das ist wichtig und das sollte man schon ein bisschen unterscheiden. Das war wirklich nur ein Satz. Ich danke ganz herzlich für diese erste Runde und übergebe das Mikrofon jetzt gleich wieder an den Frieda Leube für die zweite, für das zweite Thema. Sie haben sicherlich heute in den Zeitungen gelesen oder im Radio oder Fernsehen. Heute vor 70 Jahren wurde die UN-Flüchtlingskonvention unterschrieben, vor allem von den Nachwehen des fürchterlichen Zweiten Weltkrieges. Und der aktuelle Hochkommissar Grandi aus Italien sagte, und er hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, die Prinzipien dieser Genfer Flüchtlingskonvention zu verteidigen. Und er sei alarmiert, schreibt er und sagt er, weil europäische und andere Länder immer öfter versuchten, sich ihren Verpflichtungen zu entziehen. Da sagte er anlässlich des 70. Geburtstages der UN-Flüchtlingskonvention. Das soll unser zweites Thema sein, vor eine halbe Stunde, hier in der Diskussion, im Gespräch und dann am Ende mit Ihnen, wenn Sie Fragen stellen wollen. Herr Kober, mit Ihnen würde ich gerne anfangen und Ihnen die Frage zuspielen, die dann für alle gilt. Sie sind mit der FDP in der Opposition in Berlin. Wie zufrieden sind Sie persönlich mit der aktuellen Situation, wie die aktuelle Bundesregierung mit diesem Thema umgeht, auch mit dem Dilemma, Stichwort Grenzen Europas. Manche reden ja auch von der Festung Europas. Was klappt gut? Und wo werden Sie vielleicht sogar ärgerlich? Also ärgerlich werde ich, wenn ich höre, dass wir uns sehr engagieren im Mittelmeer zur Rettung von Flüchtlingen, aber vergessen, dass sehr viele Menschen auch auf dem Weg zum Mittelmeer zu Tode kommen. Ich selbst war ja beruflich phasenweise in Westafrika und mitten in einer Flüchtlingsroute. Und wenn man dann da mitbekommt, wie die Menschen auf dem Weg zum Mittelmeer schon verrecken, dann muss man auf der Seite anfangen und ansetzen. Und deshalb plädieren wir sehr stark dafür, dass man Asylanträge auch in den Heimatländern stellen darf. Zweiter Punkt, wo ich mich weniger ärgere, aber wo ich die Not trotzdem sehe, ist, die Menschen, die hierher kommen, brauchen, und das ist mir ganz wichtig, früher die Möglichkeit, und wir sagen als FDP sogar kostenlos, den Spracherwerb zu bekommen, also beim Spracherwerb die Unterstützung zu bekommen, dass sie tatsächlich unsere Sprache lernen. Das IAB, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, hat festgestellt, jetzt kürzlich in einer Studie, das ist also das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, dass nur etwa die Hälfte der 2015 und 16 gekommenen Flüchtlinge nach Deutschland gut oder sehr gut Deutsch gelernt haben, nach mehreren Jahren. Wenn man dann sieht, dass die meisten erst nach 1,5 Jahren überhaupt einen beginnen können, einen Deutschkurs zu belegen, im Schnitt laut IAB, dann ist das einfach zu spät. Und deshalb sagen wir als FDP Deutsch sofort und da dürfen wir nicht sparen. Das heißt, da muss mehr Geld in die Hand genommen werden. Damit die Kapazitäten da sind, also die Plätze da sind und insgesamt muss das erfolgreicher werden.
Ich habe übrigens nur mal so eine kleine Anekdote. Ich habe einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht. Man kann in Deutschland in mehreren Sprachen einen Führerschein, die theoretische Führerscheinprüfung ablegen. Jetzt gibt es Fälle, wo Menschen einfach einen Arbeitsplatz schon in Aussicht haben, aber ihn nicht annehmen können, weil ihnen der Führerschein fehlt, um ihn zu erreichen. Im Schwarzwald zum Beispiel, weil kein Bus fährt und so weiter und so fort. Bin ich auf die Idee gekommen, es wäre doch möglich, tatsächlich in mehr Sprachen die Theorieprüfung anzubieten. Zack, hat natürlich die Bundesregierung abgelehnt, sei zu teuer, ja, obwohl ein Jahr Arbeitslosigkeit genauso teuer ist, wie einmal so einen Bogen zu übersetzen. Ich kann das nicht überprüfen, wie teuer ein Bogen zu übersetzen ist. Aber logisch ist das am Ende nicht. Wir glauben im Übrigen, dass wir Zuwanderung brauchen. Jetzt wird Beate Müller-Gemmecke wieder hellhörig werden, auch für unseren Arbeitsmarkt. Und deshalb sollten wir schon mal froh sein über die, die da sind. Und die möglichst gut ausbilden, damit sie hier für sich selber eine Zukunft haben, aber damit sie auch für uns natürlich mitarbeiten können als Kolleginnen und Kollegen. Und da muss man mehr Anstrengungen unternehmen, sei es jetzt so kleinteilig mit einem Führerschein oder eben anderen Maßnahmen. Dazu gehört auch die 3+2-Regelung. Ja, die sagt Ihnen wahrscheinlich als Fachmann etwas, also wer geflüchtet ist und hier geduldet ist und eine Ausbildung beginnt, der darf 3 Jahre lang plus 2 Jahre im Anschluss hier bleiben. Das sind natürlich Chancen, wo man sich fragt, ja, warum wollen wir sie dann nach 2 Jahren woanders hinschicken, wenn sie dann schon hier die Ausbildung erfolgreich absolviert haben. Das sind so kleine Stellschrauben, wo wir, glaube ich, besser werden können. Natürlich ist der europäische Kontext richtig und wichtig. Natürlich kann ich jetzt sagen, dass die Bundesregierung hier zu wenig Einfluss im europäischen Kontext genommen hat, ist aber natürlich aus Sicht eines Oppositionspolitikers teilweise natürlich auch einfacher gesagt, als es vielleicht umgesetzt ist. Aber klar ist auch, aktuell haben wir etwa 82, 83, 84 Millionen Menschen auf der Flucht laut UNHCR. Dass die natürlich nicht alle nach Deutschland kommen können, ist auch klar. Das bedeutet aber, dass es andere Länder geben muss, die da zu ihrer Verantwortung stehen müssen. Und klar, nach meiner Vorstellung müsste es da zu einer europäischen Einigung kommen können. Und deshalb sagen wir als FDP, wenigstens die Koalition der Willigen in Europa müsste hier vorangehen, wenn dann sozusagen nicht warten, bis sich alle auf irgendeinen Standard geeinigt haben. Mehr im Westen als im Osten sind, Frau Tati, das könnten Sie doch als Vertreterin der Linken unterschreiben, mehr Geld investieren in Sprachkurse, oder? Ja, selbstverständlich könnte ich das unterschreiben. Ich habe ja selber auch in dem Bereich gearbeitet. Vor meinem Einzug in den Bundestag habe ich Menschen während der Erstunterbringung, während ihres Asylverfahrens begleitet bei der Arbeiterwohlfahrt als Sozialarbeiterin. Und es ist in der Tat so, dass viele auf ihre Sprachkurse lange warten müssen, dass es immer noch zu wenig Lehrpersonal in dem Bereich gibt, dass man Unterscheidungen getroffen hat. Und das finde ich besonders falsch, dass man sagt, diejenigen mit einer guten Bleiberechtsperspektive, die kriegen vorrangig die Kurse und diejenigen mit einer schlechten Bleiberechtsperspektive nicht. Und das Ende vom Lied kann eben in vielen Fällen sein, dass Menschen, die dann hier 6 Jahre leben, noch kein Deutsch können, dass auch Leute, die dann doch bleiben, obwohl sie eine schlechte Bleiberechtsperspektive hatten, benachteiligt wurden in dieser Zeit. Und das finde ich einfach nicht richtig, dass man da sozusagen eine Vorentscheidung trifft, bevor das Asylverfahren entschieden ist oder bevor nach der Klage dann entschieden ist, ob jemand hier bleiben kann oder nicht. Es ging heute oder gestern durch die Presse, ich habe es in der Südwestpresse gelesen, ein Beispiel von einem Afghanen in Engstingen, weiß nicht, ob Sie vielleicht dort schon waren, Frau Müller-Gemmecke, hat eine Bäckerausbildung gemacht, hat Deutsch gelernt und der Bäckermeister wäre bereit, ihn zu behalten, aber er hat kein Bleiberecht. Und es geht um die Abschiebung. Ich glaube, das war so ein Beispiel, Herr Kober, das Sie auch vorher erwähnten, Uli Bausch. Die SPD ist ja in der Regierungsmitverantwortung in Berlin gewesen die letzten 4 Jahre. Und konnte mit Sicherheit nicht alles durchsetzen, was sie durchsetzen wollte. Das ist eben so, wenn man in einer Koalition ist, da ist der Kompromiss. Immer der andere und schuld. Die Kunst des Möglichen ist eben der limitierende Faktor. Ich bin jetzt aber wirklich nicht hier, um die SPD-Politik in Berlin zu vertreten. Wie gesagt, ich bin da noch nicht. Das musst du aber leider jetzt. Du bist Bundestagskandidat. Nein. Ein bisschen muss das aushalten. Ich vertrete wirklich, so wie es die Karin Vielfort vorhin auch gesagt hat, auch eine Position, für was ich stehe, was ich will. Das mache ich dann in Zukunft auch immer bei allem, was... Nein, ja,
Also ein bisschen muss aushalten, also, dass du nicht als autonomer Kandidat da bist, sondern für die Partei der SPD. Ein bisschen. Aber ich, nein, bitte, du hast das Wort. Also, ich kann... Das geht nicht mehr. Was die SPD auch fordert, ist in der Tat, wir brauchen mehr Sprachunterricht. Das ist definitiv so. Wir sind auch der Meinung, dass Menschen, die hier sind, sofort die Möglichkeit bekommen sollen, eine Sprache zu lernen. Da muss man mehr tun. Ich halte das für enorm wichtig. Da sind wir besser geworden innerhalb der letzten 3 Jahre, aber das reicht noch nicht aus. Man hat endlich auch die Dozentinnen und Dozenten besser bezahlt. Das war anfangs noch grottenschlecht. Auch da hat man Fortschritte gemacht, denn das ist einfach von enormer Bedeutung. Zweitens sind wir der Meinung, dass tatsächlich es auch ein Einwanderungsgesetz braucht. Es muss unterschiedliche Möglichkeiten geben, nach Deutschland zu kommen. Stichwort auch... kann ich was für euch tun? Das ist in der Tat ein Problem, das im Moment nicht wirklich geregelt ist. Also wie kommt man eigentlich nach Deutschland? Aber was wir auch sagen, und es steht auch so in der Programmatik der SPD, wir müssen wesentlich energischer und stärker Fluchtursachen bekämpfen. Da sind wir besser geworden, aber das reicht bei weitem nicht aus. Wir haben ja noch bis zum Jahr 2005 haben wir tatsächlich auch Exportüberschüsse subventioniert, damit sie auf den nordafrikanischen Märkten landen. Das hat man dann 2005 abgeschafft, aber es ist immer noch so, dass Exportüberschüsse der EU in nordafrikanischen Märkten beispielsweise landen, mit dem Ergebnis, dass die europäische Butter dort billiger ist, dass Hühnchenteile aus Europa dort billiger sind und so weiter und so fort. Das heißt, wir ruinieren dort Wirtschaftskreisläufe und wundern uns dann, wenn die Menschen hierher kommen. Darüber hinaus muss über Rüstungsexport geredet werden. Das halten wir für dringend geboten, aber ich gebe zu, da hätte auch, finde ich, die SPD mehr machen können in den letzten Jahren. Ich persönlich war da sehr unzufrieden damit. Es kann nicht sein, dass Deutschland einer der wichtigsten Exporteure beispielsweise nach Ägypten ist. Und Ägypten erlebt gerade eine der schlimmsten Diktaturen in der Geschichte Ägyptens. Also da erlaube ich mir, auch die eigene Partei zu kritisieren. Diesbezüglich wären noch mehr Anstrengungen nötig gewesen. Also das Thema Fluchtursachen ist ein ganz enorm wichtiges. Darüber hinaus können wir nicht den Anspruch haben, dass in einer Welt, er hat es gesagt, wo es 82 Millionen Flüchtlinge gibt, dass da bei uns die Probleme überhaupt nicht aufschauen. Selbstverständlich sind wir auch ein Teil dieser Welt und müssen einen Teil dieser Lasten auch mittragen. Vielen Dank, Frau Müller-Gemmicke. Ich habe, manchmal überlege ich mir, ob zwei Seiten mit verschiedenem Maß gemessen wird. Ich nehme wahr und auch bei vielen Kollegen, Kolleginnen der Flüchtlingsarbeit, Diakonie, Ines Fischer zum Beispiel, ich höre immer wieder, es geht darum, dass die Geflüchteten unseren Wertekanon zu akzeptieren haben. Dazu stehe ich auch. Wenn es um religiös Geflüchtete geht, staune ich manchmal, welches christliche Wissen abgefragt wird, wo ich mal denke, das könnten vielleicht manche, die hier aufgewachsen sind, vielleicht sogar im evangelischen Pfarrhaus, ob die da so mitkommen würden, aber das nur nebenbei. Ich überlege mir, wir sind hier sehr anspruchsvoll und auch zu Recht, aber wenn die Europäische Union behauptet von sich, eine Werteunion zu sein, und wenn ich jetzt an die Lager in Griechenland denke, könnte es sein, dass sozusagen der Werteanspruch an die Situation angepasst wird? Also sind wir hier gleich unterwegs? Wie erleben Sie das als Abgeordnete in Berlin oder an Ihre persönlichen Haltung? Und hat dann die Europäische Union aufgrund diesen Titel noch verdient? Also mein Eindruck ist, dass hier mit verschiedenem Maß gemessen wird. Also das ist ein Punkt. Also ich bin absolut leidenschaftliche Europäerin. Ich finde die Idee von Europa auch wertebasiert unheimlich wichtig. Aber an dieser Stelle, da merke ich, da verzweifle ich manchmal und das geht mir auch unter die Haut, weil ich finde, dass diese Wertegemeinschaft genau an diesem Punkt eben nicht funktioniert.
dieses Abschotten, das ist ja nicht nur in Deutschland durch verschärfte Gesetze, sondern eben auch in Europa, ist für mich sehr schwer zu ertragen. Die Situation in Griechenland, in Bosnien, in den Lagern, auch schwer zu ertragen. So viele Menschen, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr 800 oder mehr, die viel mehr ertrinken, ist auch nicht akzeptabel. Eine Aufnahme. Genau. Also es ist, also das ist das dicke Brett, glaube ich, wo die nächste Bundesregierung zu bohren hat. Ich sage auch, es ist nicht einfach, aber das muss man wirklich ganz, ganz oben an die Agenda, auf die Agenda stellen. Auch zum Beispiel die Dublin-Regelung, die es noch gibt, ja, dass man immer noch sozusagen die Verantwortung an den Außengrenzen von Europa festmacht und die Länder dort auch immer noch alleine lässt, ja. Das ist nicht akzeptabel. Von daher, ja, gebe ich Ihnen voll und ganz recht. Da muss was passieren, sonst verliert eben auch Europa sozusagen den Charakter, den oder ja, das Wichtige, was für mich an Europa wichtig ist. Frau Müller-Gemicke, wenn die Grünen Verantwortung hätten nach der Wahl? Es wäre auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man muss wirklich in Europa unterwegs sein und da, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, dass wir wirklich die Willigen vorangehen müssen. Herr Kober sagte das vorher. Ja. Ja, wir brauchen da neue Regelungen, wir brauchen neue Zahlen, also wie viel man aufnimmt und unter welchen Kriterien etc. Und wenn es sozusagen nicht gemeinsam im ersten Schritt geht, dann müssen eben diejenigen, die vorangehen, die es wollen, und da würde ich sagen, muss Deutschland mit dabei sein. Ich würde noch zwei Sachen noch sagen, was ich auch total unerträglich finde. Das ist dieses, da kommen Menschen hierher, sie sind auf der Flucht. Die machen das ja nicht irgendwie einfach so aus einer Laune heraus, sondern die Menschen haben Gründe, warum sie ihre Heimat verlassen. Und dann werden die hier gleich eingeteilt in gute und schlechte Bleibeperspektive. Und dann gibt es sozusagen unterschiedliche Rechte. Das geht los mit dem Recht auf Bildung, Kindergarten, Schule, Integrationskurse etc. Zum Beispiel das Arbeitsverbot finde ich fatal. Arbeit ist bei uns eben wichtig. Das heißt, es ist Begegnung, da kann man unheimlich viel mitnehmen. Und es ist auch für die Gesellschaft wichtig, sozusagen eben mit den Geflüchteten in Kontakt zu gehen. Also das, finde ich, ist so ein Punkt, wo wir unbedingt ändern sollten. Und der zweite Punkt, was mich immer wieder umtreibt, das sind die Abschiebungen, wenn Menschen lange, lange Zeit hier leben, geduldet sind, die Kinder vielleicht hier geboren sind, ja, die kennen gar nicht ihr, in Anführungsstrichen, Heimatland, kennen die Sprache nicht, sind teilweise extrem wichtig, weil sie eben, ich weiß von einem auf der Alp, der ewig und drei Tage jemand für sein Lager gesucht hat und der sollte dann abgeschoben werden. Ja. Das geht überhaupt nicht. Damit verliert man auch sozusagen die Leute, die sich engagieren aus der Wirtschaft heraus. Also in dem Bereich sollte auch unbedingt was verändert werden. Und jetzt eine Gemeinsamkeit mit der FDP. Ja, wir brauchen Einwanderungsland. Und da ist uns unheimlich wichtig, dieser Spurwechsel, dass man eben auch aus dem Bereich Asyl in den Bereich Einwanderung wechseln kann, damit eben gerade diese Geschichten mit den Duldungen und so weiter nicht mehr passieren können. Mhm. Frau Vielfert, Sie kandidieren ja nicht für den Bundestag, haben auch keine, sozusagen keine dort Parlamentserfahrung, aber im Reutlinger Gemeinderat war doch das Thema sicherer Hafen auch ein Thema. Ja. Wie haben Sie sich da positioniert? Und das sagen Sie vielleicht was zu dieser Sache, dass Reutlingen symbolisch, nicht nur symbolisch, sondern im Grunde auch konkret, wenn es dann dazu kommen kann, Geflüchtete aufnehmen kann und sagen, wir sind bereit dazu. Wie war da Ihre Haltung dazu? Also bei uns wurde das sehr heiß diskutiert. Überhaupt, weil wir das C in unserem, das Christliche in unserem Namen drin haben. Nur, also bei uns fing es davor schon an, dass viele, also dass für uns sehr wichtig wäre oder ist, dass Aufbau in den Ländern, von denen viele Geflüchtete kommen, betrieben wird, dass dort viel mehr Hilfe ankommt, wirklich Hand am Arm, dass da wirklich was passiert, dass man nicht nur Gelder hintransportiert, die dann in der Versenke verschwinden durch Korruption und Sonstiges. Also dass wirklich dort geholfen wird, das war uns schon ein ganz großes Anliegen.
Aber wir haben auch gesehen, viele werden durch falsche Vorstellungen hier herangelockt oder man erzählt ihnen Dinge, die einfach gar nicht richtig sind. Und wenn Menschen in Seenot wirklich kommen, da muss geholfen werden, da gibt es überhaupt nichts, da sind wir gesetzlich verpflichtet dafür. Aber in Seenot, man weiß es, dass viele sich in die Gefahr begeben, wissentlich, in der Hoffnung natürlich, sie können dann endlich nach Europa kommen. Und was bedeutet, wenn sie die Gefahr auf sich nehmen? Ja, das ist klar, aber deshalb wäre es wichtig, dass vor Ort was gemacht wird, dass dort versucht wird, schon bevor sich Menschen auf sowas einlassen, bevor Schlepperbanden die überreden und denen das Geld abziehen. Und da ist so viel passiert, wirklich da schon. Also schwieriges Thema. Aufnehmen, denke ich, würden wir alle gerne, alle Menschen. Das ist so, ich glaube, jeder hat die Barmherzigkeit und möchte und weiß, wie man sich selber fühlt, wenn man in so einer Situation steckt. Aber hier abzuwägen, was ist jetzt politisch dran und was ist. Und die CDU Reutlingen, die hat sich dafür entschieden, dass sie gesagt hat, es ist Bundesaufgabe, es ist jetzt nicht kommunale Aufgabe. Und wir möchten, wenn Menschen in Not sind, sie aufnehmen. Aber wir können nicht generell jetzt jede Stadt da einfach die Zusage machen, weil da kommen wir nicht mehr raus. Also da müssen wir wirklich alle aufnehmen. Wir haben es abgelehnt aus bundespolitischen Gründen. Frau Tatis, wollen darauf reagieren? Ja, gerne. Also ich teile diese Position der CDU Reutlingen überhaupt gar nicht. Also mal davon abgesehen, dass es ohnehin im Moment leider keine Folgewirkung hat, wenn sich eine Stadt zum sicheren Hafen erklärt, bedeutet es ja nur, wir haben die Bereitschaft. Es ist aber so, dass der Bund ja auch Nein sagt im Moment. Von daher, ich finde, es ist eine wichtige Haltungsfrage. Das bedauere ich sehr, dass das die CDU nicht so gesehen hat. Und ich finde auch, dass man bei den vielen aufnahmebereiten Kommunen doch jetzt auch endlich mal dafür sorgen kann, dass zumindest die man zugesagt hat, von den Inseln zu holen, aus den Hotspots herauszuholen, von Kara Tepe, wo Kinder jahrelang schon auf Moria, jahrelang keine Schule gesehen haben, keine Bildung bekommen haben, wo Menschen in wirklich unwürdigen Bedingungen, menschenrechtswidrigen Bedingungen mitten in Europa leben. Das kann man doch nicht aushalten, wenn man irgendwie hier Europäerin oder Europäer ist. Also da finde ich einfach, da muss man auf allen Ebenen der Politik Verantwortung übernehmen und Haltung zeigen, dass man bereit ist, an dieser Situation was zu verändern. Und natürlich, also und da teile ich auch ihre Aussagen, muss man gegen Fluchtursachen kämpfen. Das ist natürlich der Königsweg, dass Menschen nicht erzwungenerweise ihre Heimat verlassen müssen. Aber auch da ist es leider so, dass die jetzige Regierung und insbesondere dann auch Horst Seehofer, der ja auch der Minister der CDU-CSU ist, da einfach auch überhaupt keine gute Rolle gespielt haben. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir in Zukunft ehrlich bei der Bekämpfung von Fluchtursachen vorangehen, auch unterstützen. Und es ist ja leider die Wahrheit, dass es nicht nur darum geht, dass wir mehr tun, sondern dass wir auch Dinge lassen müssen. Also ich bin in der westafrikanischen Parlamentariergruppe, war in der vergangenen Legislaturperiode mehrfach in Westafrika. Und wenn mir dann dort erzählt wird, dass die Europäische Union mit der Erpressung, ob man noch weiterhin Entwicklungsgelder bekommt oder nicht, die Märkte mit Freihandelsabkommen nach Westafrika öffnen, damit wir unsere Produkte, das gilt nicht nur in Nordafrika, ist nicht nur in Nordafrika so, sondern auch in Westafrika mit den EPAS-Abkommen, wenn da die Länder dazu erpresst werden, dann unsere Waren, die viel billiger sind als die es dort in den einheimischen, auf den einheimischen Märkten gibt, wenn man damit sozusagen dort die fragilen Wirtschaftsstrukturen immer wieder niederkonkurriert, dann finde ich, dann ist es eine
Ja, also eine moralisch verwerflich, was da passiert und passt nicht mit den Werten der Europäischen Union zusammen, passt nicht mit einem christlichen Menschenbild zusammen. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir da einen anderen Weg gehen. Dürfte ich ganz kurz was drauf sagen? Kurz, ja. Ja, nur weil es mitunter um die Ehrlichkeit ging. Wenn ich sage, wir nehmen wirklich auf, wir nehmen auf, was geht, dann ist es einfach nicht umsetzbar. Das entspricht nicht der Möglichkeit. Es ist die Haltung, ja, zu sagen, ich bin barmherzig oder ich möchte das, ich möchte unterstützen, wo wir können, wir möchten Geld dafür ausgeben, alles in Ordnung, aber ist es denn wahrhaftig, können wir es umsetzen? Und da, das war ein großes Thema auch bei uns. Also es geht darum, einen Teil der Verantwortung zu tragen. Ein komplexes Thema. Ja. Jetzt noch Frau Müller-Gemmig und dann würde ich gerne den Ball zu den Zuhörenden geben. Es geht nicht darum, dass diese über 80 Millionen zu uns kommen. Die allermeisten wollen nicht nach Europa. Die sitzen in den Anrainerstaaten, die übrigens arm sind, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben wie wir hier in Europa oder in Deutschland. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass diejenigen, die unterwegs sind, die zum Beispiel in Griechenland auf den Inseln zum Beispiel angekommen sind, dass man ihnen ein faires Asylverfahren, gute Rahmenbedingungen, Beratung etc., was alles dazugehört, ermöglicht. Darum geht es. Es ist nicht ehrlich, immer damit zu argumentieren, dass wir dann alle anderen, und das sage ich jetzt gar nicht zu Ihnen, sondern das sage ich Richtung CDU und CSU im Bundestag. Genau. Ja. Das ist nicht ehrlich. Und immer so zu tun, wenn ich hier nur 1 Euro mehr an jemanden, der Asyl beantragt hat, gebe oder weil ich den irgendwie gut unterbringe, dezentral, weil ich dem die deutsche Sprache ermögliche, dass ich dann sozusagen immer so, dass dann gesagt wird, ja, das ist der Anreiz, dass immer mehr kommen. Das ist ich finde es so schrecklich, ja. Und das finde ich so unehrlich. Und das hat nichts mit den Werten zu tun, die wir hier, finde ich, in Deutschland irgendwie hochhalten müssen. Und nochmal zur Situation, wann gehen denn Menschen? Ich habe vor kurzem mit einer Syrerin geredet, ja. Und die hat nochmal gesagt, das sind jetzt 10 Jahre Krieg in Syrien. Da gibt es Kinder in den Lagern, zum Beispiel in der Nähe von der Türkei, die sind 15 Jahre, die haben noch nicht einmal eine Schule von innen gesehen. Und in dieser Perspektivlosigkeit, dass dann die Menschen sagen, und jetzt gehe ich auf das Schiff, auch wo ich weiß, ich kann ertrinken, ja, aber ich gehe, weil ich will haben, dass meine Kinder Perspektiven haben, finde ich, ist nur okay. Das hat sogar was mit Verantwortung zu tun, nämlich für die eigenen Kinder. Jetzt möchte ich den Ball Ihnen zuspielen als Zuhörende. Möchten Sie konkret jemanden von den hier Kandidierenden oder den Diskussionspartnern hören oder haben Sie eine Meinung zu einem dieser Aspekte? Bitte. Ja, ja, das meldet sich bisher nicht anders, dann haben Sie das Wort. Genau. Das heißt, wir müssen darauf verzichten. Das war hier auch schon die Rede. Das Zweite ist, die Bundesrepublik Deutschland hat seit 1956 jedes Jahr einen Handelsbilanzüberschuss. Das heißt, da kriegst du rich mit gut. Das heißt, wir verschieben die Vermögen aus den Ländern nach Deutschland und anderen Überschussländern. Damit müssten wir aufhören, wenn wir die Ursachen wirklich bekämpfen wollen. Weil es werden nicht 80 Millionen bleiben. Wenn es so weitergeht, und das ist ja ein Trend, der sich fortsetzt, genau so ist das. Dann sind es keine 80, dann sind es 200, 300 Millionen. Wie wollen Sie das noch handeln? Wie wollen Sie das handeln? Sagen Sie mir. Also eine konkrete Frage. Ich kann das noch an einer Stelle verstärken. Die Fluchtursachen in 20, 30 Jahren werden auch noch Kriege sein, vermutlich schlimm genug, aber vor allem wegen der Klimasituation, genau. Da werden wir noch mehr Geflüchtete haben. Und das ist auch schon ein Appell, den der UN-Hochkommissar mit aufnehmen möchte, gesagt, das wird unser zukünftiges Thema sein.
Jetzt aber konkrete Frage und dann ist noch Martin Burgmeister dran. Auch zu dem Themenkreis? Bitte, ja? Und wo die Bundesregierung die Entscheidung getroffen hat, die Soldaten und Soldatinnen abzuziehen, weil die amerikanische Regierung auch entsprechend entschieden hat. Also ich glaube, es wird niemand der hier Anwesenden sagen, das Thema Fluchtursachen bekämpfen ist nicht wichtig oder nicht der Thema. Die Frage ist, wo werden die Stellschrauben gedreht, das heißt wo wird konkret was getan. Herr Kober, Sie sagten eingangs vorher, Sie waren ja schon öfter in Mali in Ihrer Funktion im Ausschuss. Von Berlin aus, Sie sagten vorher vor Ort schon entsprechende Fluchtursachen bekämpfen. Wo wäre für Sie der Ansatz oder einer der Ansätze? Also wir haben jetzt, wenn man den Blick auf Mali, und da war ich jetzt in meiner Zeit, als ich nicht im Bundestag war, in anderer Funktion im Rahmen unseres Einsatzes mit der Bundeswehr dort. Es ist so, dass Fluchtursachen halt viele Dimensionen hat. Ja, und es fängt natürlich auch bei der Staatsführung in Mali an. Es ist zum Beispiel auch interessant, dass mir dort Menschen begegnet sind, die tatsächlich eine gute Ausbildung haben. Das ist Mittelschicht vom Bildungsniveau her. Das sind auch eher diejenigen, also im Umfeld von Bamako, der Hauptstadt oder ähnliches, wo es gute Schulen, wo es Universitäten gibt und ähnliches, die fließend schreiben können, also quasi wirklich gebildet sind. Es sind auch eher diejenigen, die herkommen würden, weil sie in ihrem eigenen Land für das Bildungsniveau, was sie erreicht haben, keine Perspektive hat. Wir haben in Mali natürlich Regionen, da geht es ums Überleben, von der Hand in den Mund. Ja? Aber es gibt eben auch andere Regionen in Mali, dreimal so groß oder dreieinhalbmal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland von der Fläche. Es gibt aber andere Regionen, in denen sie ganz andere Herausforderungen haben. Also da wäre wichtig, dass wir verstehen, dass Entwicklungszusammenarbeit auch wirtschaftlicher Aufbau ist. Ja, also dass dort Unternehmen entstehen, die diesen gut ausgebildeten Menschen auch wirklich eine Perspektive bilden. Da macht ja auch die IHK Reutlingen einiges, ja, mit sogenannten Entwicklungsscouts, dass sie Beratung macht für unsere Firmen, die dort investieren. Weil allein durch das Haushaltsbudget des Entwicklungsministeriums werden wir nicht mal Mali entwickeln können, sondern das geht nur durch wirtschaftliche Kooperation, so wie man es an China an dem Beispiel sehen kann, dass das auch durch wirtschaftliche Kooperation seinen Wohlstand hat doch deutlich steigern können. Allerdings natürlich auch durch eine Regierungsführung, die, sagen wir mal, etwas strikter ist als die in Mali. Aber es geht natürlich weiter. Es gibt Terror in dem Land Mali durch Islamisten. Die Bevölkerung flieht zumindest mal innermalisch, ja, vor Terroristen. Das hat erstmal gar nichts mit uns zu tun oder mit wirtschaftlicher Not zu tun. Dann nehmen Sie das Beispiel weibliche Genitalverstümmelung. Ja, 80-90% der Frauen dort sind betroffen. Wenn wir sagen, zu Recht, das ist etwas, was wir bekämpfen wollen und möglicherweise auch ein akzeptabler Fluchtgrund, Asylgrund, ja, dann haben wir da einfach ein Problem. Das werden wir weder mit Wirtschaft, also weder rein wirtschaftlich lösen, noch werden wir es durch. Also, was meinen Sie mit Komplexität? Es ist unglaublich komplex und deshalb ist es ein Ziel, das wir uns immer vornehmen müssen, aber zu versprechen, dass wir jetzt von heute auf morgen da wirklich die Welt komplett verändern können, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen, das zu machen. Und Sie haben es mit Afghanistan angesprochen. Die Wahrheit ist ja, man hat da ja sehr viel Engagement gezeigt. Entwicklungszusammenarbeit, militärisch Sicherheitsstrukturen unterstützt, Ausbildung der Sicherheitskräfte dort. Man hat Regierungsberatung gemacht. Aber es hat, muss man einfach sagen, nicht gereicht. Und da reden wir nur über ein Land auf der Welt. Mhm. Ja. Pratati noch und dann würde ich sagen, dann schließen wir diesen Kreis. Im Wahlprogramm der Linken steht auch ganz stark, Fluchtursachen bekämpfen. Sie legen vor allem, so wie ich es weiß, Wert darauf, auf diese war vorhin schon die Rede auch von Uli Bausch, die wirtschaftlichen Zusammenhänge und so weiter. Aber Sie wollten noch mal reagieren? Ja, genau. Achso, ich habe selber. Sie sind autonom. Also ich freue mich sehr über Ihren Beitrag, weil es natürlich richtig ist. Und es gibt Dinge, Pascal Kober, die wir natürlich sofort machen können, um für die Zukunft Dinge dann auch besser zu machen. Wir können sofort aufhören,
Waffen in Kriegs- und Krisengebiete zu liefern, weil viele Bürgerkriege werden auch mit deutschen Waffen geführt. Wir können eine ehrliche wirtschaftliche Zusammenarbeit machen, und du hast aber natürlich vollkommen recht mit Mali. Das ist eine sehr schwierige Gesamtsituation ist in Mali, ein bitterarmes Land zwischen dieser Armut und eben auch dem Militarismus, den wir da haben. Aber die Bundesregierung legt da eben auch einseitig die Unterstützung auf die militärische Komponente. Das ist einfach, finde ich, wichtig, dass man auch eine ehrliche Beratung macht. Also in Mali gibt es Goldminen. Und die Schürfrechte sind aber alle an ausländische Investoren verkauft. Und ich habe da natürlich nachgefragt, warum ist das so? Warum schürfen die Malier nicht selber? Und und dass da mal Wertschöpfungsketten auch entstehen. Mhm. Dann hieß es, weil die Leute haben die Ausbildung nicht. Und die haben auch die Gerätschaften nicht, mit denen man das Gold schürfen kann. Deswegen wird es verkauft. Und dann denke ich mir, okay, im Camp Castor, was ich vorhin besucht habe, da stehen Panzer, da stehen Drohnen und so weiter. Da steht eine riesige Ausrüstung an militärischen Gerätschaften. Das kann man in ein Land schaffen, aber nicht. Warum da nicht mehr investiert wird? Genau. Oder auch die Bildungsprogramme dann sozusagen als Entwicklungshilfe, sodass es dann wirklich passgenau für die Wirtschaftsstrukturen, die dort funktionieren könnten, dann auch aufgebaut wird, damit eigene Wirtschaftskreisläufe entstehen. Danke für die konkreten Antworten. Ich glaube, das ist wichtig und hilfreich, dass man es konkret macht in Beispielen und dadurch, dass die Komplexität des Themas nicht einfacher wird, aber es wird konkreter und hilfreicher. Vielen Dank für diesen Themenkreis, und jetzt gebe ich zum letzten Abschnitt weiter an meine werte Kollegin Irene Karki. Ja, vielen Dank, Frieda Leube, für die Übergabe. Unser drittes Thema heute Abend. Wir haben uns entschieden, über soziale Gerechtigkeit und Generationen zu sprechen. Und ich möchte mal mit einer vielleicht etwas provokanten Frage beginnen. Was bietet die Politik heute denn der jungen Generation? Wird Politik nicht überwiegend immer noch für Ältere gemacht oder gelebt gerade, und verstärkt nicht die Alterspyramide, die sich ja verschiebt, der demografische Wandel, verstärkt die nicht noch diesen Prozess? Was denken Sie? Also was mit Sicherheit richtig ist, dass viele junge Menschen sehr, sehr kritische Fragen an die Politik haben und nicht nur die Freitagsjugend, und dass wir das zur Kenntnis nehmen müssen, reicht nicht, sondern da herrscht auch ganz konkreter Handlungsbedarf. Viele junge Menschen, aber auch junge Familien fragen sich, Moment mal, kann das eigentlich sein, dass beide voll arbeiten müssen, was wir vielleicht gar nicht wollen, einfach um die Familie durchzubringen, dass das der Faktor Wohnen immer teurer wird, speziell für diejenigen, die, sagen wir mal, nicht nun zu der Erbengeneration gehören, und es sind immerhin etwa 50% der Bevölkerung. Das sind richtig ganz große Probleme, wo ich großes Verständnis dafür habe, dass junge Leute diese Kritik stellen, und meiner Meinung nach ist sie auch berechtigt. Deswegen sind es Riesenthemen, über die man sprechen muss. Das Thema Alterssicherung, aber das Thema auch Wohnkosten. Ich denke, dass es hier tatsächlich eine komplett andere Politik braucht, um den Faktor Wohnen wieder günstiger zu machen. Und da gibt es auch von der SPD eine ganze Reihe von Vorschlägen, die ich für richtig halte, wenngleich nicht in allen Punkten für ausreichend. Vielen Dank. Sie möchten was sagen? Ja. Es gibt viele Themen. Ich glaube auch, dass momentan zu sehr auf die Mitte der Gesellschaft, was auch Alter anbelangt, geschaut wird, oder auf die Älteren. Ich möchte mal nur einen Punkt ansprechen. Das ist wieder der Klimaschutz. Ich meine, wir haben ein fantastisches
Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Die haben ganz klar gesagt, wenn die Bundesregierung, und zwar jetzt die nächste, nicht nur die jetzige, sondern auch die nächste, die muss jetzt handeln, weil wenn, und zwar stärker handeln, als es momentan vorgesehen ist. Und wenn sie das nicht macht, dann werden die Spielräume, das Leben, die Freiheit der jungen, heute jungen Menschen in der Zukunft eingeschränkt. Und da reden wir nicht über 20, 30, 40 Jahre, sondern das ist wirklich in eine nahe Zukunft. Und das bedeutet, die nächste Bundesregierung ist in der Verantwortung, hier wirklich Klimaschutz voranzutreiben, so und zwar mit nicht nur immer mit Zielen, das macht uns so ein bisschen wahnsinnig im Bundestag, dass es immer nur die Bundesregierung über Ziele redet. Ja? Nein, wir brauchen die Maßnahmen, wie diese Ziele tatsächlich erreicht werden können. Also bis wann dürfen die Verbrenner angemeldet werden? Wie ist es mit dem Kohleausstieg? Soll der früher stattfinden oder wirklich erst 2038? Wie ist es mit den erneuerbaren Energien? Wie kriegen wir da den Schub hin, damit tatsächlich die Erneuerbaren in der Größenordnung vorhanden sind, die wir tatsächlich dann auch beim Klimaschutz brauchen? Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, jetzt sind viele von uns hier im Ausschuss Arbeit und Soziales, also die Arbeitsthemen zum Beispiel sind enorm wichtig für junge Menschen, ja. Also sachgrundlose Befristung trifft vor allem junge Menschen. Das heißt, sie werden 2 Jahre befristet, strengen sich an, wollen engagiert sozusagen nach der Ausbildung, nach dem Studium ins Arbeitsleben, werden befristet, nach 2 Jahren heißt nee, halt doch nicht, ja. Und dann werden sie vielleicht wieder befristet. Also auch wenn wir im Bereich Arbeitsmarkt, wo es sehr viel prekäre Beschäftigung gibt, Befristung, Leiharbeit, niedrige Löhne, Tarifbindung immer niedriger, ist es total wichtig, dass wir heute eine richtige Politik machen, eine gerechte Politik machen. Davon profitieren dann auch die jungen Menschen. Wohnen wurde schon angesprochen. Ich würde noch einen Aspekt, also Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel. Das ist, da verändert sich so viel in der Gesellschaft. Junge Familien wollen partnerschaftlicher sich zum Beispiel um Kinder kümmern und so weiter. Und trotzdem ist die Politik immer noch in einem alten Denken, wo ich das Gefühl habe, wo es immer noch darum geht, dass die Frau ja irgendwie zu Hause bleibt und die Kinder schon versorgen wird. Also da gibt es so viele Punkte, wo wir nach vorne gedacht tatsächlich was verändern können. Und da geht es nicht nur um die Kinderbetreuung, sondern auch wieder um Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt. Dass zum Beispiel, dass wir es wirklich hinkriegen, dass wir mal drüber reden, dass es nicht jeder irgendwie 40 Stunden, sondern beide zum Beispiel 30 Stunden arbeiten können, ja, und dann können sie gemeinsam Kinder großziehen. Also es geht um Zeitsouveränität, da können wir die Digitalisierung nutzen, ja. Digitalisierung darf nicht nur der Wirtschaft nutzen, sondern muss den Menschen nutzen. Also von daher würde ich mir an dieser Stelle eine modernere und nach vorne gerichtete Politik wünschen. Vielen Dank. Also nach vorne gerichtet ist, glaube ich, auch das Stichwort. Wir haben jetzt schon über Wohnungsmangel gesprochen, über Klima und über Arbeit. Wie ist es denn mit diesem Generationenvertrag? Also das schwebt ja auch noch vor uns, das deutsche Rentensystem. Wie können wir das noch retten? Wie können wir es reformieren? Wie soll es funktionieren, dass die Leute, die jetzt einzahlen oder in 20 Jahren einzahlen, dass die in Rente sind, finanzieren und auch selber noch eine Rente bekommen. Wie möchten Sie das schaffen? Also ich denke... Frau Tati, bitte, wenn Sie... Ich war immer gerne als erstes, was die SPD denkt. also ich glaube, dass es wird ja manchmal auch so ein bisschen ein Konflikt herbeigeredet zwischen Jung und Alt. Den sehe ich jetzt zum Beispiel bei der Rente so nicht. Das sagen gerne CDU und FDP. Die Jüngeren müssen immer mehr bezahlen für die Älteren und werden selber aber mal weniger Rente haben. Und ich glaube, dass es so überhaupt nicht sein muss, sondern dass das dann ein Ergebnis von politischen Entscheidungen sein wird. Wenn CDU und FDP diese Entscheidungen treffen, dann wird es wahrscheinlich so kommen. Und ich glaube aber, dass wir Maßnahmen kennen, um es besser hinzukriegen. Was wäre denn eine Maßnahme? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die gesetzliche Rentenversicherung stärken. Dass insbesondere auch mehr Menschen in das gesetzliche Rentenversicherungssystem einbezahlen, dass Selbstständige einbezahlen, dass auch Beamtinnen und Beamten einbezahlen, dass aber auch selbstverständlich auch Bundestagsabgeordnete, genau, in die
Rentenversicherung einbezahlen, weil ich es für völlig absurd und falsch halte, dass wir über die Rente der gesamten Bevölkerung hier in Deutschland entscheiden, aber selber nicht von ihr betroffen sind. Das muss aufhören und ich glaube, da müssen wir einfach vorangehen und sagen, wir binden uns da selbst auch mit ein. Ich glaube, dass es zudem nötig ist, dass wir die Beitragsbemessungsgrenze etwas anheben, sodass alle auch entsprechend ihres Einkommens auch mehr einbezahlen und zwar auch auf alle Einkommensarten, dann haben wir auch ein bisschen mehr Kohle in der Rentenversicherung und sie ist finanziell auch besser für die Zukunft ausgerichtet. Ja, Herr Bausch, Sie wollten vorhin schon loslegen. Können Sie dem zustimmen oder ist die SPD da auf einer anderen Linie? Nein, also die SPD will tatsächlich das bestehende System im Grunde genommen abschaffen und ergänzen durch ein System, wo tatsächlich alle einbezahlen. Die Sozialversicherungssysteme, die von Otto von Bismarck eingeführt wurden, haben ja den Webfehler, dass es da eigentlich nie um gesamtgesellschaftliche Solidarität ging. Bismarck hat damals gesagt, ich möchte, dass die Arbeiter glauben, dass dieses System für sie da ist. Und er wollte damit auch im Grunde die revolutionäre Spitze der Arbeiterbewegung brechen. Aber er hat nie daran gedacht, dass das tatsächlich eine Form der gesamtgesellschaftlichen Solidarität ist. In Österreich hat man vor einigen Jahren angefangen, das zu reformieren, hat dafür gesorgt, dass Beamte und Selbstständige auch einzahlen. Genau. Und dieser Transformationsprozess hat in Österreich sehr gut funktioniert und auch zu dem Ergebnis geführt, dass die Renten in Österreich wesentlich substanziell höher sind als bei uns. Zweitens, wir wollen dieses System, weil wir wegkommen müssen von einem Rentensystem, welches sich ausschließlich an die Lohnquote bindet, das heißt an Löhne und Gehälter, weil es mittlerweile ja fast 40% des Volkseinkommens gibt, die gar nicht über Löhne und Gehälter generiert werden. Und das ist wichtig, weil durch die Automatisierung werden wir in der stofflichen Produktion weiter Arbeitsplätze verlieren. Das heißt, der Faktor Produktivität muss Einfluss haben auf das Rentensystem. Wenn man das nur an Löhne und Gehälter bindet, reicht das nicht aus. Also bildlich gesprochen, wenn weniger einzahlen, sagen wir, also wenn statt 4 plötzlich nur noch 2 einzahlen, aber die 2 doppelt so produktiv sind, könnte sich das ausgleichen, wenn man dafür sorgt, dass die Produktivität ins System einfließt. Und das ist der Vorschlag, den wir machen. Und diesen Systemwandel brauchen wir dringend. Zweitens haben wir gesehen, dass der kapitalgedeckte Baustein, und das ist ein Fehler, den man tatsächlich 2004, 2005 ins System eingebaut hat, dass SPD. Der nicht funktioniert. Also es wird immer darüber diskutiert, man möchte auf 48% Rente runter, vergisst aber, dass der andere Baustein, den man damals beschlossen hat, nämlich eine kapitalmarktabhängige Komponente im System, dass der nicht funktioniert. Und deswegen muss man daraus die Konsequenz ziehen und muss tatsächlich die Umlage, die aber dann eine wesentlich stärkere Produktivitätskomponente haben muss, wieder einbauen. Also da ist die Beschlusslage klar. Übrigens auch mit Blick auf die Krankenversicherung. Auch da wollen wir ein System, in welches alle einbezahlen. Ja, jetzt war ja die SPD sehr lange mit der CDU in einer Regierung und so viel hat sich ja jetzt nicht geändert. Was ist der Vorschlag der CDU? Darf ich diese Frage von mir wenden, weil das ist so bundespolitisch, also da muss ich wirklich passen, das tut mir echt leid. Okay, bin ich ganz ehrlich. Alles klar, habe ich volles Verständnis dafür. Ich könnte dafür. Was vorlesen, was mir mein Kollege mitgegeben hat, aber das ist, glaube ich, nicht wirklich authentisch. Was ist die... Hat die... Hat die FDP denn noch irgendwelche Ansätze, die darüber hinausgehen? Ich meine, es ist ja schon wirklich eine gute Idee, denke ich auch, dass eben mehr einzahlen müssen und dass es auch anders umgelegt werden muss. Gibt es noch andere Ansätze? Also das ist ja so ein komplexes Thema, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Zumal ich auch noch eine Bemerkung habe zum vorigen Thema. Zur Entwicklungszusammenarbeit nur eine Aussage noch. Wir respektieren die Souveränität des Partnerlandes.
Und da muss man eben auch sehen, wenn Mali bestimmte Rechte an Investoren verkauft, dann ist es nicht unser Problem, oder es ist unser Problem, aber es ist nicht unsere Lösungsmöglichkeit, solange wir die Souveränität dieser Staaten akzeptieren. Und das ist eben auch ein ganz wesentliches Problem. Also wenn Mali aus China Socken für sein Militär für 18 Dollar das Paar bestellt, ja, also da können Sie mal hier bei Bräuninger gehen und gucken, ob Sie so teure Socken finden, dann sehen Sie Probleme, die nicht von uns gemacht sind, sondern die im Staatswesen selber angelegt sind. Ja, natürlich ist das so. So, ja. Ich möchte es, das ist ja gut, ja. Ich will es nur nochmal sagen. Dann vielleicht um ein strittigeres Thema wieder. Haben Sie noch einen Satz zur Rente? Ja, natürlich habe ich einen Satz zur Rente. Oder zwei? Also, ich glaube, dass es eben, also, die Frage, wo will man denn anfangen? Ja, also, der demografische Wandel, der ist ja nun sehr gut berechenbar. Weil man ganz genau weiß, das Kind, das heute in den letzten Stunden nicht geboren ist, ist morgen nicht auf der Welt. Und dass die Idee, Menschen zusätzlich in das System zu holen, die hier leben, also Bevölkerung sozusagen umzuschichten ins System, kann am Ende mathematisch nicht aufgehen. Kann am Ende nicht mathematisch aufgehen. Wenn heute drei Leute eine Rente bezahlen und in 20, 30 Jahren nur noch zwei, dann verändern Sie an diesem Verhältnis nichts, wenn Sie Beamte oder andere in das gleiche System holen. So, das ist das eine. Ja, wenn man nicht über Produktivität nachdenkt. Das zweite ist, ist ja echt plump. Also wir können ja das Rechenbeispiel mal machen. Ich musste ja schon Volkswirtschaftsunterricht geben, jetzt mache ich noch Mathematikunterricht dazu. Also das zweite ist, Vergleiche mit Österreich oder anderen Ländern bieten sich nicht gut an, weil da allein schon die Statistik anders geführt wird als bei uns. Zweitens ist das österreichische System, auch übrigens der demografische Aufbau der österreichischen Gesellschaft, anders als bei uns. Und das nächste Problem ist, das österreichische System ist langfristig auch nicht finanzierbar. Und das muss man eben auch mit beachten. Also kurzum, ich glaube, das geht nicht anders, als dass man A anerkennt, dass die gesetzliche Rentenversicherung immer eine wichtige Säule in der Altersvorsorge ist und bleiben wird. Aber sie wird nicht das Alterseinkommen, das sich die meisten Menschen wünschen, auf Dauer garantieren können. Kann es auch heute nicht. Und ist es für die meisten Menschen auch nicht, muss man auch heute schon sagen. Heute schon besteht das Alterseinkommen der meisten Menschen aus verschiedenen Töpfen. Da gehört die gesetzliche Rentenversicherung oder die Pension dazu, aber dazu gehören natürlich auch private Vorsorge, dazu gehört das Eigenheim dazu, da gehört betriebliche Altersvorsorge dazu und für manche Menschen auch berufsständische Versorgungswerke. Und wenn man jetzt an die Zukunft denkt, glauben wir, es geht nur in diesem Mix. Ja, wenn ich über Alterseinkommen rede, muss ich die Rente betrieblich, privat, wohnen, wenn es geht, wenn es ermöglichbar ist, wenn es zu ermöglichen ist, aber auch natürlich berufsständische Versorgungswerke, alle als wichtige Faktoren sozusagen für das Gesamteinkommen betrachten. Und da sagen wir als FDP, da könnte ich jetzt für jede einzelne dieser Säulen natürlich einen abendfüllenden Vortrag halten, dass wir alle diese stützen müssen. Und also die gesetzliche Rente praktisch nur als ein Mosaikstein für die Altersversorgung. So wie sie jetzt ein Mosaikstein ist, finanziert aus Beiträgen und Steuern, ganz erheblich, Uli Bausch, ganz erheblich, 100 Milliarden, über 100 Milliarden gehen jährlich aus dem Bundeshaushalt in die gesetzliche Rentenversicherung, haben wir schon eine Mischfinanzierung aus Beiträgen und... Absolut, es ist nur... Das ist das nächste Problem. Ich sage, man kann abendfüllend darüber diskutieren. Ja, gleichzeitig ist es heute schon eine Mischfinanzierung. Und wenn du diese Beitragsrentenleistungen raushaben willst, dann musst du entweder sagen, du willst sie nicht mehr finanzieren, also abschaffen. Dann kannst du aber sagen, welche. Oder du finanzierst sie über Steuer. Aber dann hast du genau das, was ich gesagt habe. Die Rente funktioniert auch heute und wird auch in Zukunft nur aus einer Kombination funktionieren, aus Beiträgen und Steuern. Und damit hast du ja nichts anderes gesagt als ich. Ich möchte aber auf einen Punkt, der noch wichtig ist für das Verständnis. Ich kann nicht auf der einen Seite den Kapitalismus geißeln und den aktiengetriebenen Kapitalismus geißeln, weil er so immens viel Geld umwälzt auf der Welt.
und gleichzeitig sagen, funktioniert nicht. Also auf den Kapitalmärkten ist natürlich Geld zu verdienen, das erleben wir jeden Tag. Die Frage ist, warum funktioniert dann beispielsweise die von euch ja so stabil eingeführte Riester-Rente nicht? Stabil ist jetzt ironisch. Die ist so eng von den Vorgaben gefasst, dass damit kein Geld zu verdienen ist am Aktienmarkt. Und das ist natürlich ein Geburtsfehler des ganzen Systems gewesen, weil man so halb wollte man, halb zog es ihn, halb sank er hin, das ganze System falsch aufgezogen hat. Insofern sagen wir, an der Stelle ist natürlich auch in Zukunft für die Altersvorsorge etwas zu verbessern. Mehrere Säulen werden am Ende das Alterseinkommen für die Menschen garantieren. Daran arbeiten wir. Es wird aber nur in mehreren Säulen gehen. Ja. Also, da kann ich kurz noch also die, darf ich vielleicht auch erstmal vorher was sagen? Ich möchte also ganz kurz. Die Riester-Rente ist in der Tat Murks und da wurden Fehler gemacht. Okay, vielen Dank für das Eingeständnis aus der Sicht der SPD, Frau Müller-Gemmecke. Vielleicht könnten Sie die Runde mit Ihrem Kommentar noch abschließen zur Rente. Wenn ich jetzt auf die Uhr blicke, möchte ich doch eben dem Publikum auch noch eine letzte Fragerunde ermöglichen, bevor wir dann zum Ende kommen. Ganz kurze Vorbemerkung. Ich sehe die Rente auch nicht als Generationenproblem, sondern wir haben ein Problem, dass wir heute Menschen haben, die eine gute Rente haben und welche, die in Altersarmut sind. Und zwar massenhaft. In Zukunft, wenn wir nicht dagegen was machen, haben wir auch wieder diejenigen, die gute Rente haben und diejenigen, die wieder in der Altersarmut sind. Von daher ist es für mich kein Generationenproblem. So, und an einer Stelle muss ich heftig widersprechen, und zwar bei der Bürgerversicherung, an zwei Punkten. Erstens ist es so, wenn wir ein System haben und ein großes Problem, und der demografische Wandel ist ein großes Problem, was dieses System irgendwie bewältigen muss, dann geht es am besten, wenn man dieses eine System, nämlich die gesetzliche Rentenversicherung, so stark wie möglich macht, weil viele kleine, also zum Beispiel diese ganzen Versorgungswerke, die es gibt und so weiter, die werden genauso mit dem demografischen Wandel konfrontiert und die werden die Ersten sein, die das nicht mehr schaffen. Von daher müssen wir das eine große System stärker machen und gut ausstatten und maximal viele Menschen reinholen, und das ist eine Bürgerversicherung. Und an einem zweiten Punkt stimmt es auch nicht. Eine Bürgerversicherung wird nicht von heute auf morgen komplett zu 100% umgesetzt. Wir haben Bestandsgeschichten und so. Ja, das Bundesverfassungsgericht wird ganz klar sagen, das geht nicht mit einmal, und wir können nicht Leute, die jetzt Beamtinnen und Beamten sind, sozusagen zwingen in ein anderes System, sondern es wird ein ganz langsames Reinkleiden in die Bürgerversicherung geben. Das werden vor allem junge Menschen sein, die in die Bürgerversicherung reinrutschen. Und das führt dazu, dass man am Anfang vor allem Einnahmen in das System hat und noch keine Ausgaben. Und genau das, darum ist die Bürgerversicherung so gut, weil sie hilft, diesen einen Berg, der vor uns ist, das sind wir, die Babyboomer, ja, die dann alle in die Rente gehen, um dieses zu schaffen. Von daher ist eine Bürgerversicherung, ist ausgerechnet worden, ist eine gute Sache. Ich will noch einen Punkt noch sagen, wo noch nicht angesprochen wurde. Und zwar, wir sollten wirklich was gegen Altersarmut tun. Das eine ist, jetzt gibt es die Mindestrente, ist extrem kompliziert, die muss man vereinfachen. Wir wollen da eine Garantierente haben, das ist das eine. Und das andere ist, man muss schon mal vorausschauend, und zwar, da macht Österreich uns auch wieder ein bisschen was vor. Da ist es nämlich so, dass die Arbeitgeber im Niedriglohnbereich mehr zahlen als die Arbeitnehmer. Und genau das sollten wir tun. Wer in der Branche ist und wer wenig bezahlt, muss so viel Rente einbezahlen, also höhere Beiträge einbezahlen, dass die Menschen dann nach 45 Jahren tatsächlich über die Armutsschwelle drüber kommen. Wenn man das so machen würde, zum Beispiel über 1200 Euro, dann hätte man ein großes Problem weniger, nämlich die Altersarmut, weil da brauchen wir wirklich wirkliche, ich glaube auch fantasievolle und ganz neue Regelungen, um diesem Problem Herr zu werden. Ja, also die Rente als hochkomplexes Thema und ich glaube auch wirklich Anstoß, der große Diskussion jetzt noch weiterführen lassen könnte. Aber ich möchte auch Sie die Chance ergreifen lassen. Haben Sie im Publikum noch eine Frage zur sozialen Gerechtigkeit Generationen? Muss ich jetzt nicht explizit auf die Rente beziehen? Gibt es da etwas?
Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Es geht also darum, konkrete Maßnahmen im Bundestag. Wie bekommt man junge Leute wieder dazu, sich für Politik zu interessieren? Und wie bekommt man Geld frei durch Abbau von Bürokratien, um eben für wichtigere Dinge, sage ich mal, damit umzugehen? Vielleicht ganz kurz jeweils eine Einschätzung, weil uns rennt wirklich die Zeit gerade davon. Eine schnelle Runde. Ich glaube tatsächlich, dass es viel Überregulierung gibt, was auch daran liegt, dass wir einen Zuständigkeitsmix haben. Ich war heute Vormittag bei einer Einrichtung, die haben es mit 8 unterschiedlichen Genehmigungsbehörden zu tun und dadurch einen gigantischen bürokratischen Overkill. Also da stimme ich zu. Da gibt es tatsächlich Effizienzreserven. Ich bin nicht sicher, ob mehr junge Leute automatisch positive Effekte erzeugen, aber ich hätte nichts dagegen, Frau Tatti nun zu wählen. Also Glück auf. Die ist, glaube ich, hier die Jüngste in der Runde. Finde ich gar nicht schlecht. Was die Digitalisierung... Na, ich wollte mal Werbung machen für die Jugend. Und die Digitalisierung, das ist seit vielen Jahren in der Hand des Verkehrsministeriums. Ich finde das kurios, dass dieser Bereich auch gewissermaßen privat gehandelt wird. Für mich ist das eine öffentliche Aufgabe. Breitband ist heute so wichtig wie fließend Wasser. Herr Kober, ein kurzes Statement. Also an der Stelle Digitalisierung, Entbürokratisierung bin ich sehr bei Ihnen. Digitalisierung erfordert aus unserer Sicht ein Digitalisierungsministerium, wo die unterschiedlichen Zuständigkeiten, die sich jetzt auf viele Ministerien verteilen, gebündelt sind mit dem Hut auf. Aber auch, dass aus einem Ministerium in allen Bereichen ein einheitliches System entstehen kann zur Digitalisierung. Bitte? Naja. Das macht man dann. Sie brauchen natürlich, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, Sie wollen eine elektronische Patientenakte einführen. Dann brauchen Sie natürlich das Digitalministerium, wie wir es uns vorstellen, damit das Ding auch sozusagen Schnittstellen hat zur Pflege, zu anderen Bereichen, die jetzt erstmal gar nicht mitgedacht sind. Denken Sie zum Beispiel an eine digitale Unterschrift. Ja, da ist das Innenministerium zuständig. Diese Kompetenzen muss man bündeln, aber gleichzeitig braucht dieses Digitalministerium natürlich die Kompetenz des Gesundheitsministeriums. Also wir schaffen nichts ab, sondern wir bündeln. Das heißt, die IT-Experten aus dem Gesundheitsministerium gehen dann, wenn sie so wollen, in das Digitalministerium. Ja, das war jetzt nicht ganz konkret, was Sie jetzt konkret besser machen würden. Also ich glaube, dass deutsche Politik schon auch lernen kann von Finnland oder Estland, die in der Digitalisierung sehr weit fortgeschritten sind. Aber daraus lernt man ja gerade, dass man das
sozusagen in einem gesamten System denken muss, Digitalisierung, und nicht auf verschiedene Ministerien verteilen muss. Da holt man die Kompetenzen aus den verschiedenen Ministerien zusammen, bündelt sie und dann rollt man sozusagen ein möglichst einheitliches System über alle Fragestellungen, in denen das eine Rolle spielt, aus. Okay. Zweiter Punkt ist, das war ja die Antwort auf die, Sie zugelassen haben. Jetzt möchte ich doch nochmal auf Ihre Frage. Ja, Bürokratisierung, da müssen Sie sich einfach vornehmen, diese Regelung gibt es, one in, one out. Wir sagen sogar one in, two out. Das heißt, für jede einzelne Regelung, die Sie neu machen, müssen Sie zwei abschaffen. Und das können Sie sich natürlich vornehmen als Politik und dann entsprechend auch Fortschritte bei der Entbürokratisierung machen. Bei der Frage des Alters, also ich finde, meine Erfahrung ist im Deutschen Bundestag, dass, ich sage jetzt mal, neues Denken nicht unbedingt an Alter gebunden ist. Ich empfinde manche junge Menschen in der Oppositions- oder in den Regierungsfraktionen, also in anderen Fraktionen, durchaus auch manchmal sehr viel konservativer und langsamer, sage ich mal, in Fortschrittsdenken als manch Älteren. Schauen Sie sich hier Uli Bausch an, wenn ich das mal so sagen darf, der viele kluge Sachen heute gesagt hat, der brennt, der hat Energie. Warum sollte er so zum Beispiel nicht im Deutschen Bundestag auch für junge Menschen Entscheidungen treffen können? Ich werde nicht ganz so weit gehen, ihn zu wählen, aber ich muss sagen, meine Erfahrung ist, auch unter den Älteren gibt es sehr innovativ denkende Menschen. Also die Jugend allein ist nicht der Retter der Welt. Frau Müller-Gömmeke, bitte ein kurzes Statement noch, damit auch die zwei anderen Kandidaten noch kurz zu Wort kommen können. Eine Vorbemerkung. Ich finde es sehr wohl, dass wir heute sehr wichtige bundespolitische Themen besprochen haben. Und da gibt es natürlich noch etliche, die wir nicht angesprochen haben. Aber so Rente, soziale Gerechtigkeit, Klimawandel am Rande und so, das sind schon wichtige Punkte. Bei der Digitalisierung, die gibt es ja. Da entwickelt sich ja was. Der Breitbandausbau, klar, der muss vorangetrieben werden. Hier geht es um Forschung zum Beispiel, Forschungsförderung auch für kleine Unternehmen etc. Ja, bei der Digitalisierung. Was ich persönlich viel wichtiger finde, ist, dass wir uns mit der Digitalisierung und ihren Folgen beschäftigen. Wir brauchen Spielregeln. Die Digitalisierung verändert den Arbeitsmarkt, die Arbeitswelt. Also brauchen wir auch neue Regelungen, damit es fair zugeht. Ich habe es vorhin schon gesagt, nicht nur die Wirtschaft sollte davon profitieren, sondern auch die Menschen. Wir sollten uns auch mal überlegen, wollen wir überall tatsächlich die Digitalisierung drin haben? Also beispielsweise in der Pflege und so, da bin ich sehr konservativ, da will ich das nicht unbedingt haben. Da brauchen wir eigentlich einen gesellschaftlichen Diskurs, was wir überhaupt wollen und was wir nicht wollen. So, Bürokratieabbau haben wir vorhin schon einen Teil gesprochen. Was ich nicht ganz so sehe, ist, dass wir nur, weil wir Bürokratie abbauen, dass wir dann auf einmal genügend Geld haben, um alles andere irgendwo zu regeln. Das sehe ich nicht so, sondern ich glaube, und da sind wir wieder bei einer wichtigen bundespolitischen Thema ist, wir müssen über Steuern reden. Wir müssen darüber reden, dass bei uns diejenigen, die sehr, sehr viel Geld haben, im Endeffekt zu wenig Steuern bezahlen. Also wir müssen hier was verändern, damit der Staat dann nachher wieder handlungsfähig bleibt. Wie kriegt man junge Leute rein? Das ist ganz einfach. Wir können da gar nichts machen, sondern wir haben das alle vor allem bei unseren Listenaufstellungen gemacht. Wir haben Listen aufgestellt. Bei uns Grünen ist es beispielsweise so, ich gehe davon aus, dass wir um einiges mehr Leute reinkriegen und da werden sehr viele junge Menschen in den Bundestag einrücken, weil wir eigentlich in allen Bundesländern Listen haben, wo sehr viele junge Menschen auf aussichtsreichen Plätzen sind und die werden dann auch gute Politik machen. Wie ist das bei den Linken? Sind da auch viele Junge am Nachrücken? Also wir haben jetzt eine Liste aufgestellt, bei denen wir haben jetzt im Moment 6 Bundestagsabgeordnete in Baden-Württemberg drin. Und davon waren beim Einzug 3 davon unter 30 und 3 davon bisschen erfahrenere Politiker. Und da würde ich auch sagen, da würde ich mich da auch sogar an Pascal Kober anschließen, dass es auch die Mischung macht. Also ich halte nichts von einem Jugendwahn, wenn alle nur möglichst jung sind, wird alles gut, sondern ich glaube, es ist nötig, dass wir die Erfahrung mit dem frischen Wind mischen, um da eine gute politische Arbeit machen zu können. Und darauf setze ich auch. Aber es ist auch so, dass die Liste in Baden-Württemberg deutlich jünger geworden ist als beim letzten Mal. Ja, das ist durchaus ein Thema. Bei der Bürokratie,
Bin immer dabei, sinnlose Bürokratie abzuschaffen, aber es gibt eben auch Bürokratie, die sinnhaft ist. Und zwar geht es da auch dabei darum, dass man ordnungspolitische Maßnahmen auch kontrollieren muss. Also sei es das Arbeitszeitgesetz zum Beispiel, die Dokumentationen in den Unternehmen, seien es auch die Steuerprüfungen und so weiter. Das wird dann allgemein vielleicht dann manchmal als ein bisschen lästig empfunden, sind aber wichtige Maßnahmen, um eben auch zu prüfen, dass da eben die Recht und Gesetz eingehalten wird, wenn es zum Beispiel um die Einnahmen geht oder auch um wichtige Gesundheits- und arbeitsrechtliche Dokumentationen, um zu überprüfen, ob eben auch Errungenschaften, die man eben schon erkämpft hat, auch eingehalten werden. Das kann man anders sehen, ich teile aber dann die Meinung nicht. Ja, vielleicht noch das Schlusswort von Ihnen. Gibt es da gerne andere Erkenntnisse aus städtischer Sicht, die im Zwist stehen zum Bundestag? Nein, aber ich finde die Frage sehr spannend, weil ich finde, die hängt zusammen. Wie motivieren wir die Jugend und der Bürokratismus? Weil bei uns wirklich sehr viel so aufgebauscht ist und sehr undurchsichtig ist, ist es für die Jugend oft, ist die Politik schwierig. Die ist undurchsichtig, die ist so groß, so aufgebläht allmählich, dass für einen jungen Mensch, der in einer schnellen Gesellschaft lebt und er schnell Veränderung erwartet, da ist die Politik oft der falsche Ansatz, weil es dauert in der Politik. Und das habe ich in der Kommunalpolitik erfahren dürfen. Bis da ein Rädchen sich dreht, da gehen Jahre rum. Und das dürfen wir ja auch in der großen Politik so sehen. Also ich glaube, da ist ein Punkt, warum die Jugend oft nicht ganz so motiviert ist für diesen Bereich, weil Politik auch sehr langsam und mit viel Bürokratismus zu tun hat. Vielen Dank. Also ich glaube, wir beamen uns in der Zeit jetzt mal ein bisschen weiter. Ganz am Ende der Veranstaltung. Kalt. Kurz die. Ja, Ihnen wird schon kalt. Ja, jetzt ist halt schon. Wir sind halt doch nicht in Italien hier. Wenn Sie jetzt Abgeordneter wären in das der stimmt. Regierung, was müsste Ihrer Ansicht nach in den Koalitionsvertrag? Was wäre Ihr wichtigster Punkt, der da unbedingt drinne stehen muss? Ich weiß nicht, ob Sie jetzt für den Herr Dont oder für sich sprechen. Nein. ich gebe es lieber mal wieder ab zuerst. Frau Tatti, was hätten Sie mit 3-4 Wörtern wirklich ganz kurz gehalten? Also ich finde, wir stehen vor großen Herausforderungen, die auch mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden sind. Bei der Klimafrage, bei der Frage nach bezahlbarem Wohnraum, bei der Pflege, im Gesundheitssystem im Allgemeinen. Und ich glaube, wir kommen bei diesen Herausforderungen nicht drum rum, darüber zu sprechen, wie können wir die Einnahmen des Staates erhöhen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir eine Bundesregierung haben, die ernsthaft die Vermögenssteuer angeht. Okay, also Stichwort Vermögenssteuer. Genau. Was wäre Ihr einer Punkt, der unbedingt in den Koalitionsvertrag gehört für die Grünen? Für die Grünen ist ganz klar, dass der Klimaschutz wirklich ernsthaft mit, nicht nur mit Zielen, sondern tatsächlich mit Maßnahmen, mit konkreten Maßnahmen unterlegt, ganz zentral in den Koalitionsvertrag kommt. Ich persönlich, ich bin Arbeitsmarktpolitikerin, ich wäre sehr glücklich, wenn wir in den Koalitionsvertrag reinkriegen würden, dass wir die Tarifbindung und die Mitbestimmung stärken, weil ich nochmal durch die Zeit von Corona unheimlich bestätigt wurde, dass wir kollektive Regelungen brauchen, dass wir zusammen nur unterwegs wirklich große Herausforderungen bewältigen können. Und wenn eben die Arbeitswelt durch Arbeitgeber und eben die Gewerkschaften durch Tarifverträge, Mitbestimmung, glaube ich, dann kriegen wir auch das, was vor uns steht, die Digitalisierung und auch die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, glaube ich, besser hin, als wenn sozusagen jeder alleine unterwegs ist. Herr Kober, was würde die FDP oder Sie persönlich auch bei einer Regierungsbeteiligung in den Koalitionsvertrag schreiben? Die
Transformationsprozesse, die uns vorstehen, aber auch für die Sicherung im sozialen Sicherungssystem. Vielen Dank, Herr Bausch. Und die SPD? Entschlossenere Klimapolitik, bezahlbarer Wohnraum, Kampf gegen die Altersarmut, tatsächlich Arbeitnehmerrechte stärken durch Tarifbindung, Besserstellung der Leiharbeit, höherer Mindestlohn und eine Steuerpolitik. Ich hätte auch gerne noch viel mehr. Das waren jetzt ein bisschen mehr als ein Du Punkt. Bist ja aber ambitioniert. Aber ich bin kürzer gewesen wie Beat. Die SPD ist nicht so. Aber ich hätte ein Schlagwort, das ist ganz kurz. Also die CDU möchte zurück zur Schuldenbremse. Also das ist uns einfach sehr wichtig. Okay. Ein guter Grund, sie nicht zu wählen. Naja, generationengerechte Politik und keine dann, Schulden hinterlassen. Also dann möchte ich mich jetzt ganz herzlich bedanken für diese Veranstaltung, auch für die Diskussionen, die jetzt immer noch stattfinden, aber auch während der Veranstaltung natürlich stattgefunden haben. Vielen Dank, dass Sie alle heute hier waren, auch Sie, geehrtes Publikum, dass Sie dabei waren. Wir haben jetzt, Sie hatten ja auf dem Tisch schon ein paar Walnüsse. Wir haben uns noch Gedanken gemacht, wie könnten wir Ihnen die nächste Zeit ein bisschen besser Sie begleiten, dass wir Ihnen auch in Erinnerung vielleicht sind. Falls mal die Maschinerie ins Stocken gerät im Wahlkampf, hätten wir noch ein Walnussöl auch, um das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute im weiteren Wahlkampf für Sie das alle. Das gebe ich dann aber weiter dem Michael Don, der braucht es dann. Dann läuft. Thank you.